Pass mal auf, ja. Ich muss jetzt meine Stimme nicht mal großartig verstellen dafür. Ja. Weil das aktuell nicht wirklich weit abseits ist. Oh nein. Wie gut. Wanda! Ah, scheiße. Bist du schon da? Ich bin schon unterwegs. Okay, dann starte ich mal die Aufnahme auch. Du kannst, wenn du willst, auch Hallo sagen diesmal. Ei. Dann begrüßt du. Ach so. Erstmal X, mach wieder für den Sub. Das ist jetzt gerade erstmal viel eher da. Das ist ja dein Video, begrüßt du mal. Das ist so okay. Dein Ding. Okay. Dann... Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiba und spiele zusammen mit Shaso weiter Stardew Valley. Schosch, Leute. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Ja, ich glaube, dir geht's nicht ganz so gut heute. Man hört's ein bisschen. Power. Ich schaff das schon. Ich habe gestern, hab gestern meinen ersten Speedrun versucht. Also von daher, wenn ich cool, das schaffe, für dann, was? Legend of Zelda, Link to the Past, cool. Randomizer. Ach, wie geil. 4 Stunden 33. Ja, da habe ich letztens mal kurz bei dir reingeschaut. Das ist ja total verwirrend. Das ist ja... Das haben sie ja auch bei den Speedruns gemacht, ne? Bei Awesome Games Done Quick. Ich glaube ja. Da war das, glaube ich, auch. Auf Randomizer, cool. Wenn ich mich nicht irre. Ja, eben. Das ist voll schwierig. Das kannst du ja nicht auswendig lernen. Nee, weil halt in jedem Run, also wenn du es halt immer wieder neu generierst, ist halt immer wo der dein Kram woanders. Ja. Wir haben Post. Du hast Post? Ich habe keine Post. Ich lese sie dir mal vor. Hallo Eroshiba, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil, also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Okay. Okay, da kommt also irgend so ein Dickhead und ich soll irgendwas zu essen mitbringen, okay. Ich bin derjenige, der auf der Party mal Brot mitbringt. Ja, bring was mit, auf jeden Fall. Wir haben hier fast unsere... Ich kann was angeln. Du kannst Fisch mitbringen, dann schmeißt du ihn in die Suppe, genau. Eben, dann machen wir Fischsuppe. Ich meine, was soll ja Problem? Ich kann aber hier, leider ist das noch nicht fertig, sehe ich gerade. Scheiße, ich dachte, die Radieschen wären schon fertig oder was das hier ist. Oh, ich habe gerade beim Schmied gesehen, wir können uns eine Kupfergießkanne machen. Und was bringt uns die? Ah, ich habe keine Ahnung. Oh, eine Gewürzbeere. Was ich halt jetzt auch gelernt habe, also wie gesagt, ich habe durch was auf dem LH-Server, wir haben jetzt auch unseren eigenen kleinen Server. What the fuck is that? Eine Regenbogenmuschel. Schön. Cool. Die können wir auch in die Suppe schmeißen. Ich glaube, ich soll nur eine Sache in die Suppe schmeißen. Meinst du? Ja, ich meine, wenn ich das... Jeder so von uns eine? Oder nur eine gemeinsam? Ich glaube, du musst auch eine. Okay. Shit, ich habe meine... Ach, fuck. Aber was schmeiß ich denn da rein? Hol ich morgen. Wo bist du eigentlich? Bist du überhaupt in meinem Spiel? Ja. Okay. I guess. Bist du hier? Ja. Oh! Man kann die Hühnchen... Oh, kleines Süßes. Ich bin am Strand halt. Ach, du bist am Strand. Ich glaube, wir müssen das Hühnchen hier mal einzäunen, weil man kann da nämlich hier aufmachen und dann rennt es raus und dann... Ach du weg. Scheiße. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich guck mal, ja. Ich kann einen Zaun... Nein, ich kann ein Tor bauen, aber keinen Zaun. Doch. Yeah, zwei Seetang. Zäune. Eines Anglers Snack. Ich kann zwei Zäune bauen, wie geil. Das bringt halt echt viel. Scheiße. Ja, damit kommen wir nicht weit. Nein. Okay, haben wir irgendwo Holz? Gute Frage. Das Witzige ist ja auch auf dem Privatspielstand, wo ich da bei uns auf dem Server bin. Da war ich noch nicht mal beim Zauberer. Ich gehe immer nur angeln, wie so ein Blöden. Ja, bloß nicht spoilern lassen. Ja, deswegen. Ich will mir ja nicht spoilern lassen, weil ich glaube... Weil ich habe immer das Gefühl, die Streams würden dann ein bisschen langweilig werden, wenn ich schon wüsste, was wann so kommt und was wir da machen müssen. Und da hast du nicht gesehen. Ja, so ist es auf jeden Fall besser. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, jetzt sind wir da auch im Sommer. Jetzt warte ich erstmal auf den nächsten Stream und dann gucken wir weiter. Ja, ich habe mich auch zusammengerissen. Ich war dann auch so drin, hatte Lust weiter zu spielen. Aber habe dann auch nur so ein bisschen angepflanzt und so.
Und als ich dann zu weit war mit der Jahreszeit, habe ich aufgehört wieder. Ich meine, ich habe auf einem anderen Spielstand habe ich sogar schon die beste Angel, diese Iridium-Angel, die 7500 kostet. Oh mein Gott. Ja, wir sind da 4 Leute auf dem Server. Ich meine, wir verdienen so viel Kohle, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Es geht schnell, gell? Ja. Ich gehe fast jeden Tag angeln und bringe da knapp 1000 nach Hause. Und wenn die Ernte fertig ist, dann rasten die auch immer total. Genau wie dieser Fisch hier. Ich muss leider ein bisschen Holz hacken gehen, weil sonst wird es gar nichts hier mit dem Zaun. Oh, wo war denn der Wald? Alter, dieser Fisch. Was ist da gerade explodiert? Was ist explodiert? Nee, es ist gewittert. Ja, aber da ist nichts explodiert. Es ist nur das Gewitter. Ups. Das Gewitter klingt immer wie so ein bisschen so bumm. Ja. Yeah. Okay, ich gehe nochmal. Ich gehe jetzt heute mal ein bisschen früher zurück. Okay. Weil ich wollte nochmal zum Haus, zum Versammelschnösel-Ding. Medic Man, moin. Wir brauchen auf jeden Fall was für die Suppe. Ja, den einen Fisch. Ich behalte auf jeden Fall einen Fisch. Okay. Also ich werde nicht alles wegschmeißen. Den besten. Ui. Den besten. Ich habe hier einen... Da kommt der Gouverneur. Wir müssen für den besten... Ich habe hier einen Hecht. Für ihn den besten Fisch aufheben. Oh. Ja, so ein Gouverneur-Dickhead. Kommt der Ani. Ich sehe es ja kommen. Weißt du, Gouverneur kommt und ich so, na du alle Flachpfeife. Oder der findet Fisch voll eklig und ist dann voll sauer. Ja, es ist allergisch gegen... So ein Stinkefisch. Allergisch gegen Fisch oder sowas. Irgendwie haben wir voll das Holzproblem. Komme ich zu ihm an. Na, du alter Schnitzelficker. Sebastian. Ich habe noch eine Weintraube gefunden. Sehr gut. Weintraube und Fisch. Er ist Veganer, das wird schlimmer enden. Ich muss mal ganz kurz was berichten, was hier unseren Privatspielstand angeht. Ja. Weil, wo geht's denn dahin? Da habe ich mir genauso mein Darling ausgesucht wie hier auch, also dieselbe. Also auch Abigail. Ein Badehaus! Es gibt hier ein Badehaus! Wo? Ganz oben, bei dem Penner! Da ist ein Badehaus? Ja! Ich habe gerade gesucht, wo hier noch Bäume sind, die ich fällen kann, und bin einfach hochgerannt und plötzlich ist da ein Badehaus und ein Zug. Hier ist ein Zug. Ich meine, das Gute ist, ich habe ja dadurch jetzt auch einiges gelernt und ich weiß, wir können hier durch manche Bündel die Lore aktivieren, womit wir schneller durch die Stadt kommen. Zum Beispiel. Ach so, echt? Ja, wusste ich auch nicht. Oh, okay. Aber... Also wie gesagt, ein Freund von mir, der Hohl, der auch hier die Bilder gemacht hat für uns, der hat... Die Bilder sind so toll. Der hat schon was weiß ich wie viele Stunden in dieses Spiel investiert und der kennt okay. Der kennt das Spiel. Ich glaube, in seinem Spielstand ist er schon irgendwie im dritten Jahr oder so. Dann kommt ja bald der Opa. Ach ja, bei ihm kommt bald der Opa, da wissen wir dann, was abgeht. Und wo ist das Badehaus? Ich will das gar nicht wissen, ich will selber bis Jahr 3 spielen. Tatsache, hier oben ist jetzt ein Weg. Ja, war der schon immer da? Sind wir so doof, dass wir da echt schon immer vorbeigelaufen sind? Hier ist ein seit wann? Männer. Ich fäll hier gerade noch die Bäume. Okay, ich kann wahrscheinlich nur zu den Männern, ich kann hier aber auch einfach durchmarschieren. Das hohe Stardew Valley spielt ist immer noch ein Wunder. Warum? Du versuchst angezogen zu duschen? Problem damit? Ich komm mal auch. Generell, warum soll ich das tun? Was bringt mir das? Und warum versuche ich... Süß. Beziehungsweise, wo kann ich mich umziehen? Oh Gott, ist das süß. Hier sind doch so Spinde. Der Spind von Abigail. Es stinkt ziemlich. Don't judge me. Alan, okay. Spinnt ein paar Bilder vom Bodybuilder-Hänger an der Tür. Ein Spind von Penny, ein mit Rüschen besetzter Badeanzug, befindet sich darin. Hier ist ein Fitnessstudio. Kann ich mich selber buffen? Dieser Spind riecht schrecklich. Okay. Also ich habe hier nur so einen Spiegel. Kann ich hier? Und eine Dusche. Seit wann ist hier ein... Ach, guck mal, und jetzt... Ich gehe hier durch und auf einmal bin ich in Badehose. Okay. Und dann ich auch. Ist hier ein Bade... Okay.
Dann müssten wir uns gleich treffen wahrscheinlich, ne? Probably. Ja, da bist du! Ach, wie echt lustig! Jetzt? Ja! Ja, Tatsache, what the fuck? Ist das witzig? Was bringt das? Vielleicht sind ja noch mehr Leute hier. Spaß? Das muss neu sein. Japanischer Flair? Wahrscheinlich, weil Sommer ist. Ich meine, Badehaus im Frühling und so. Aber die reißen das doch nicht wieder ab und bauen das dann. Das schaut vor allem voll alt aus. Ich erhole mich. Bleib mal stehen. Oh, Tatsache, wenn du stehen bleibst, geht deine Energie geil. Durch. Geil. Wie praktisch. Das ist geil. Das ist ja cool. Riecht bestimmt fishy. Shiva hat nur eine Badehose an, hat nur Audio. Nein, nein, Bikini. Flump! Ah, wie cool. Also, wenn man mal total fertig ist, geht man einfach hier hin. Geht man einfach ins Badehaus. Perfekt. Aber, wie sie da raushüpft. Aber duschen kann ich nicht, okay. Aber das muss man doch. Ja. Das haben wir doch gelernt. Beim Badehaus erst waschen. Aber dann kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht. Man sagt mir dann jedes Mal, willst du so duschen, Alter? Kaduscht und hier ist auch eine Bahn. Jetzt habe ich wieder meinen Hut. Ich liebe meinen Hut. Oh, hier muss man scheinbar auch mal ein bisschen aufräumen, weil hier liegen überall Steine. Es scheint doch nicht so lange zu sein. Mhm. Ja, ich habe hier gerade noch ein bisschen gefällt. Ich muss jetzt unbedingt noch schnell den Zaun fertigstellen. Wow, spooky Musik. Was ist denn das für ein Viech? Aber cool, ein Badehaus. Das ist nice. Mhm. Das ist sau cool. Ich freue mich gerade voll. Oh shit, man muss auch wieder zurück, ist schon nachts. Bisschen peinlich, dass mir das bisher noch nicht aufgefallen ist, aber. Das war da doch echt versteckt da oben. Das war doch da noch nicht. Genau. Wir haben es gerade neu gebaut. Ich bin, jedes Mal, wenn ich zur Mine gegangen bin, bin ich oben lang gegangen und das ist mir nie aufgefallen. Das kann es nicht sein. Ich bin nie oben lang gegangen, ich bin immer rechts rumgegangen. Oh, wir haben Pilze. Haben meine Inventar ist voll. Die könnten wir auch reinschmeißen in die Suppe. Aber nicht den roten. Ich glaube, dann haben wir ein Problem. Ja, den. Oh, dann stirbt er. Oh, fuck. Wir haben den Gouverneur. Oh, nein. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Was ist los? Rückgängig. Ich habe aus Versehen Tore gebaut statt Zäune. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich es rückgängig machen kann. Scheiße. Oh, shit. Okay, der Gouverneur kriegt morgen den Hecht. Oh. Sack von mir kriegt er ein Tor, so wie es ausschaut. Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Ein Tor in der Suppe. Kellner, da ist ein Tor in meiner Suppe. Okay, ich habe keine andere Wahl. Damit uns das nicht abhaut. Mein Flamingo! Ich richte es morgen, okay? Es ist nur, damit es nicht abhaut. Ja, okay. Ja, ich fetz mich schon mal hin, bevor ich umkipp. Ja, ich auch. Gute Nacht. Gut, so, dass es regnet. Und am Strand ist das, so, ne? Trifft sich mal, ich treff dich gut. Verkauf die Tore einfach. Ja, aber ich brauche ja das Holz eigentlich. Ich kann die schon verkaufen morgen. Aber ich brauche ja das Holz. Für den Zaun, nicht für die Tore. Hm. Oh, Scheiße. Das ist seit dem Erdbeben dort. Stimmt, das Erdbeben ist noch nicht allzu lange her. Ach, ernsthaft? Wahrscheinlich hat er ja irgendeine Quelle angezapft oder so. Aha. Ist da so ein Erdrutsch da oben passiert und dann war das da, oder wie? Ey, aber cool, jetzt haben wir ein Badehaus. Nice Sache. Hechttor. Swag. Ui, die Musik ist ja nett. Falls es zu laut ist, meckern. Grüße, Eroshiba. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sternentautaler Umschau. Ja, geil. Juhu. Der Zaun ist hier kaputt gegangen. Die wollen mich doch verarschen. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Ich habe nie irgendwie einem Dings zugestimmt. Stimmt eigentlich. Warte, was noch mal? Die behaupten einfach, wir haben hier was gewonnen. Das geht ja gar nicht. Das ist wie diese Werbung, wo du irgendwo ein Handy gewonnen hast und auf einmal denkst du dir nur so, hä? Ich hab doch nirgendwo mitgemacht. Ja.
Gießkanne brauche ich gar nicht. Ich brauche die Hacke. Hier, Hacke. So, mir persönlich ist die Musik aber gerade sogar zu laut. Weil, Erdrutsch, auf einmal ist dein Badehaus da, voll funktionsfähig mit Wasserleitungen. Nein, ich glaube, das Badehaus war da schon immer, aber der Weg wurde halt freigelegt durch den Erdrutsch. So würde ich das Found a book. Interpretieren. So, wir müssen gleich runter, gell? Ja, ich bin schon so langsam auf dem Weg. Mei, ich vergesse schon wieder mein Zeug hier abzuholen. Ich habe nur noch mal meine Hacke geholt, weil man hat mir mal erzählt, wenn du bei diesen komischen Dingern da, im Boden sind da manchmal solche kleinen Wiggle-Dinger. Wenn du da die Hacke benutzt, dann ist da manchmal Zeug drin. Echt? Ich habe da gerade ein verlorenes Buch gefunden, weil es auf dem Weg war. Was für Wiggle-Dinger? Das sind so, die überwiegend findest du ja am Strand. Ich habe da gestern einen gesehen. Mal gucken, vielleicht kann ich dir das ja gleich mal zeigen. Okay. Ich gehe noch kurz das Küken begrüßen. Ich glaube, das ist jetzt gerade sowieso noch nicht. Also haben wir sowieso noch ein kleines bisschen Zeit. Ja, easy. Ja, du kleiner Süßer. Oh, der hat schon aufgefressen. Es ist verschlossen. Okay. Oh, wir brauchen Futter. Ich gehe mal schnell Futter kaufen. Ja. Ich gehe schon mal zum Strand. Weil das hat ja jetzt schon... Das ist ja da in der Nähe. Ach, es ist ja schon 9. Oh, die Zeit vergeht hier so schnell. Scheiße. Ja, das sind Würmer, die aus dem Boden gucken. Ah. Würmer! Die Russen sind doch. Du. Sprich, es war ein komplett abgeschottetes Badehaus, wo niemand hinkommt. Wo ist denn da der Sinn, Shiva? Ja, das brauchst du mich nicht fragen. Vielleicht ist ja auch jemand hingekommen von oben. Vielleicht ist das Badehaus auch einfach aus dem Himmel gefallen. Das klingt auch sehr wahrscheinlich. Scheiße, wo ist der Strand? Ganz unten in der Stadt, südlich. Ah. Ich muss noch eins nach rechts und dann runter. Also fast schon, wenn du, ich höre dich, hör dich stampfen. Ich bin so ein Trampel. Ach da. Bin gleich da. Wo warst du? Ich weiß auch nicht. Wow. Hallo. Ist das Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Ist das der Gouverneur? Und wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Das ist der Gouverneur. Der Klops hier? Mhm. Oh mein Gott, du siehst aus... Soll er was in die Suppe werfen? Der Typ sieht aus wie eine Kartoffel. Ich kann eine Cola reinwerfen. Ja, warte mal, aber bevor wir was reinschmeißen, lass erstmal mit den Leuten reden. Ja, ja. Wo ist denn der Sam? Where's my darling? Hat er schon meine Geschenke bekommen? Oh, da ist sie am Strand. Oh, perfekt. Wo ist denn der Sam? Es ist so anstrengend, mit anderen zu reden, ja. Oh ja. Das verstehe ich. Ich mag die. Oh, das Schlimmste war ja, ne? Wir haben ja auf unserem Server halt auch so ein bisschen gespielt, ne? Und da hatten wir auch wieder diesen Tanz, sag ich mal. Und ich hatte mit Abigail schon 2 Herzen. Und es hieß ja von wegen, wenn du 2 Herzen hast, kannst du mit ihr tanzen. Ah, ja, stimmt. Ich habe mich ja so voll gefreut, dass ich mit ihr tanzen kann. Nur um dann trotzdem von ihr gefriendzoned zu werden. Nein. Und dann tanzt sie mit fucking Sebastian. Nein! Und seitdem habe ich eine Hidden Agenda gegen diesen kleinen Emo-Freak hier. Der ist furchtbar. Ist aber cool hier. Gefällt mir auch. Ja. Es ist so süß gemacht mit diesen kleinen Events immer. Ja, eben. Aber hier kann man nicht mal nichts kaufen, ne? Sam hat ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Also wird das definitiv eine Fischsuppe. Ich mag den. Wo ist er denn? Ach da! Also ja, Sebastian ist a dickhead. Oh, ups. Kann ihm kein Geschenk geben. Na gut, ich guck mal. Der Linus macht hier unten Essen, das ist ja lustig. Ah, und jetzt kann ich entscheiden. Ich schmeiß schon mal meinen Fisch jetzt rein, ne? Ja,
Du hast Hecht in die Suppe gegeben. Ich hätte auch Seetang reinschmeißen können. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch noch einen Amethysten. Und ich habe noch einiges. Ich habe noch einige sonst Zeug. Also nicht. Ich könnte eine Weintraube reinwerfen. Ja, doch, das könnte sogar hinhauen. Soll ich eine Weintraube reinwerfen? Was hast du sonst? Also Eine Blume, nee, die dir Leben abzieht. Ja, geil. Eine Gewürzbeere. Harz, was dir auch Leben abzieht. Oder Cola. Schmeiß die Gewürzbeere rein. Ich glaube, das klingt doch am logischsten. Ja, ich glaube auch. Du hast Gewürzbeere in die Suppe gekriegt. By the way. So, nu? Wenn du Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf einer Seite, wirf es hinein. We did. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Hi. Gouverneur Arschloch. Okay, aber oh, warte, ich habe mit den Piraten noch nicht geredet. Mit den Piraten. Ach ja. Okay. Der mag die Luft. Dann reden wir mal mit dem Bürgermeister. Wahrscheinlich musst du das wieder triggern. Bürgermeister in die Hose scheißer. Ja. Wow. Vor allem, ich habe hier noch, wollte gerade mit jemandem reden, auf einmal wohl. Oh, Entschuldigung. Macht nichts, alles gut. Oh Leute, wir haben wieder Zeit. Sieht interessant aus. Für Überraschungszeremonie. Ich vertraue auf uns, dass ihr hier eine qualitativ hochwertige Zutat in den Topf geworfen habt. Wir wollen ja nicht den Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Der soll uns ja mögen. Also Gouverneur, werden Sie so eurer Weise Suppe probieren? Steuererleichterung. Natürlich, wir haben schon ein ganzes Jahr drauf gewartet. You will die. Püschig. Oh shit. Der schmatzt. Oh viel Gott, kann ich dazu guckt nicht sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Oh. Alter. Und der Bürgermeister geht hin und sagt sich, fucking assholes. Sehr gewöhnlich. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders. Herr Reaper Keeper. Hat so einen riesen Suppentopf und das ist aber sehr gewöhnlich hier, ne? Sonst noch etwas Suppe? Nee, nicht wenn die so gewöhnlich ist. Was ist das? Vor Abigail hängt schon wieder mit Sebastian ab. Sebastian. Ach so, jetzt müssen wir schon schlafen, oder wie hier? Ja, das ist ja immer, so ein Event ist ja immer so ein Tag. Bäh. Aber ich glaube, ich muss hier noch pflücken, oder? Nee. Musst du? Nein. Ich hätte was kaputt gemacht. Dann stellen wir hier mal schnell nochmal so ein Tor hin und gehen schlafen. Ach, das ist unser Küken. Hast du das noch gar nicht gesehen? Nee, ich habe so ein kleines gelbes Korn einfach nur. Ich bin im Bett. Ich komme hier nicht raus, glaube ich. Hast du ein Tor gemacht hierfür? Hallo, Ei. Nein, weil ich doch noch kein... Also, ich habe ganz viele Tore gemacht, aber ich muss ja noch einen Zaun bauen. Man muss es kaputt machen und dann wieder hinmachen. So, there we go. Sonst warte mal, in der Höhle, warst du schon in der Höhle? Weil ich werde jetzt mal die ganzen Pilze mal abgreifen. Ah, wir hätten die Pilze reinschmeißen können noch. Wir haben einen roten Pilz, wir haben einen gewöhnlichen Pilz, wir haben eine Morchel und wir haben einen roten Pilz, der dir 50 Leben abzieht. Super. So it will fucking kill you. Mhm. Ich gehe mit den Pilzen morgen mal ins Gemeindehaus und guck mal, was wir damit machen können. Okay. Den Rest wahrscheinlich nur verkaufen, aber ja. Naja, vielleicht so zwei oder so. Kann man vielleicht sogar abgeben. Für ein Bündelchen. Das Nervigste ist jetzt natürlich jetzt mein gesamter Fang, den ich in meine Krabben-Dinger gepackt habe. Die sind jetzt alle weg. Oh. Das geht mir jetzt eine... Sebastian, der muss aufpassen, wo er seine Hände hinpackt, sonst hat er bald keine mehr. Der Junge wird mir ein bisschen zu, ne? Nett. Lebendig. Lebendig. Wir sind hier in einer kleinen Community. Ja, dann musst du der Abigail noch... Oh, schenk doch dem Sebastian einfach einen roten Pilz. Sag, der ist voll lecker. Gute Idee.
Jetzt weiß ich, warum das Zeug hier kaputt gegangen ist. Der blöde Sprinkler macht nur die vier Ecken in der Mitte und die äußeren nicht. Hast du noch gießen. Hast du noch eine Weintraube? Ja, eine habe ich noch. Weil Maru sucht eine Weintraube. Ah, okay. Ist, soll ich sie dir geben? Na, mach du mal. Das ist, hängt da am Dings. Okay. Und ich brauche unbedingt Holz. Es gibt irgendwie gar nicht so viele Bäume hier, habe ich das Gefühl. Warte mal. Hier brauchen wir einen schwarzen Pilz. Nice. Okay, das hätten wir. Ist das blauer Kohl? What the fuck? Blaukohl. Auch nicht. Bam, bam, okay, gut. Soweit, so gut. Brauche Weintraube für ein Projekt. Sam wird dankbar sein. Yay! Das ist auch noch für den Sam. Perfekt. Soll ich mal 2500 ausgeben, um mal ein Bündel fertig zu machen? Wir können ja, okay. Wir können ja Bündel kaufen, das ist das Witzige. Ja. Und wir kriegen dafür 3 Schokoladentorten. Geil. Wir haben uns also gerade 3 Schokoladentorten gekauft. Für 2500. Die könntest du verkaufen, vielleicht kriegen wir dafür ja mehr wieder zurück. Die Idee ist sogar gar nicht mal so schlecht, das überlege ich schon. Ist sogar mal gar nicht so schlecht. Ist sogar mal gar nicht so doof. Die Torte hätte in die Suppe gemorst. Lecker. Wir können nicht alles in die, in die Suppe schmeißen, Leute. So funktioniert das nicht. Oh, wir brauchen ja noch Futter, gell? Ich gehe mal schnell Futter kaufen. Gestern hatten die ja zu. Oi. Und den Sam, weiß ich nicht, den finde ich gerade nicht. Gut. Also der erste Sam. Oh, oh mein Gott. Ich habe ein Video mit Sam. Ich gehe in sein Zimmer. Ah, dann bist du wahrscheinlich jetzt mit ihm so weit. Ja, ich bin mit ihm so weit. Er spielt Gitarre. Das ist bei, also wie ich das verstanden habe, immer bei ab 2 Herzen ist das so. Ah. Oh, Eroshiva. Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jam-Session. Ach, da ist Sebastian, ist ja auch da. Jam. Sebastian. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Goddammit. Hey Eroshiva, was für Musik gefällt dir so? Fröhliche Popmusik, experimenteller Noise Rock, energiegeladene Tanzmusik, typische Country-Musik. Was ist mit Metal? Ich hätte gerne die Möglichkeit, Metal anzuklicken. Das Witzige ist ja, also allein die Pilze zu verkaufen ist schon einiges wert, aber für die 3 Schokoladentorten, da kriegen wir auch wieder 600 für. Ach, perfekt. Aber da ich da 2500 für ausgegeben habe, wäre das irgendwo Verschwendung. Also behalte ich die lieber als Highlight-Items, wenn ich in die Mine gehe. Ja. Ja, dann nehme ich halt den Noise Rock, das kommt am ehesten. Oder Country-Musik, das ist sicher auch lustig. Aber der andere, das ist schon so ein Emo. Komm, nehm mal Noise Rock. Ekelhaft, okay. Die Nervensäge mag keine Cola, okay. Hey, weißt du was? Das ist genau der Stil, über den ich nachgedacht habe. Für die Band. Na, perfekt. Und ich gehe an die Drums. Was sagst du, Sebastian? Sollen wir das machen? Okay. Okay. Ach, Alex, hi. Du Pimmelbuggy. Dann mal los. Danke für deine Hilfe, Eroshiva. Mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthesizer-Begabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Ich will. Synthesizer. Darf ich jetzt in sein Zimmer? Ja, ich glaube ja. Nach so einem Event darf man das, glaube ich. Hier, Alter, voila. Was? Das Meer hat heute so eine ganz merkwürdige Farbe. Hey, tausend Dank, Eroshiva. Ich hätte wissen sollen, dass du dich darum kümmerst. Oh. Ja, ich kann ins Zimmer gehen. Ich meine, ohne Scheiße. Schreck dran und Skateboard rollen. Ach, wie witzig. Das Meer hat heute eine richtig funky Farbe. Skateboard-Magazine. Ich freue mich gerade voll. Ich komme gleich ans Meer. Das sieht so richtig grün aus heute. Ich kann mich in sein Bett legen. Das ist irgendwie creepy, oder? Ich gehe mal wieder raus. Er hat eine umfangreiche Sammlung an Computerspielen. Jetzt bin ich auf einmal Showstarre, ich sehe schon.
I love Senpai. Yes, I do. He's for me, not for you. Ja, neues Rock oder Country, ja, sag ich ja. Ach, das passt schon. Ich wollte gerade sagen, das Meer war noch nicht immer so grün. Oh. Sam versucht sich an einem Kickflip. Und versagt. Ach, das klappt schon. Die brauchen hier halt einen Skatepark, damit es geht. Alter, die kann man sogar nicht. Oh, ich habe ein Event mit Sam. Noch eins. Noch eins? Ja, am Strand. Hallo, Eroshiva. Schöner Tag, nicht? Jetzt geht's ab, du. Oha. Ich passe nur ein wenig auf meinen kleinen Bruder auf. Es ist gut, dass er an so einem Tag ein wenig an die frische Luft kommt. He might die. Der Kleine. Unser Vater hat uns an sonnigen Tagen immer zum Strand mitgenommen. Da hüpft der Kleine. Sam! Komm, Papa, hier wieder zurück. Jesus! Natürlich, Vincent. Papa kommt zurück, sobald er kann. Aber ich habe ein paar Erwachsene sagen hören, dass alle unsere Truppen niedergeschossen werden. What the fuck? Oh Gott! Glaub nicht alles, was du hörst. Hast du schon vergessen, wie stark Papa ist? Er würde sich niemals von einem dieser Gutoro-Handlanger erwischen lassen. Mach dir keine Sorgen. Und vergiss nicht, dass Mama und ich hier sind und mit dir spielen, wenn du dich einsam fühlst. Okay. Nee, die neue Angel habe ich noch nicht. Die kostet 7500. Deswegen. So viel habe ich noch ehrlich gar gesagt, habe ich keine Ahnung, ob unser alter Herr je zurückkommen wird. Wir haben die Berichte gelesen. Unsere Soldaten fallen zu Tausenden. Aber was soll ich Vincent sagen? Alter, wo spielt das? Wo sind wir hier? Ja! Stardew of Duty oder was? In Wirklichkeit. Deep Shitfo, ja. Alter. Es wäre das Beste, ihm gegenüber ehrlich zu sein. Du hast das Richtige getan, Kinder sollen Hoffnung haben. Du hast das Richtige getan. Ja, Kinder sollten spielen und Spaß haben, solange sie die Möglichkeit dazu haben. Hey, habe ich dir schon erzählt, dass die Band langsam Gestalt annimmt? Yep, es scheint, dass Abigail ziemlich gut am Schlagzeug ist. Hey, ich wollte ein Schlagzeug. Und Sebastian will sie wohl wirklich in der Band haben. Oh. Wer will ein Eis? Ein vergiftetes Eis? Nö, ich habe einfach nur ein Eis. Willst du ein Eis? Ich dachte, du magst den Sebastian jetzt gar nicht mehr, weil er die Abigail in der Band haben will. Das ist ja Jesus Christ, ich habe nur die Mülltonne. Robin hat beim Durchsuchen des Mülls Schuhstut erwischt. Was? Ich wusste nicht mal, dass das so verwerflich ist. Ich auch nicht. Ich habe tausendsehen draufgeklickt gerade. Ach so. Die Robin hat dich erwischt. Das Meer sieht echt komisch aus. Stardew Valley. Ich hasse das. Das ist mir scheißegal, was du tust, Sebastian. Vor allem, ich habe ihr gerade ein Eis geschenkt und dann aus Versehen in die Mülltonne geguckt. Meine Güte, chill dein Höschen. Oh, perfekt. Ich wusste nicht mal, dass man mit der Hacke hier rumhauen kann. Ach. Oh, ich wollte doch Futter kaufen. Mann. Jetzt haben die bestimmt schon zu und das Küken verhungert. Toll. Super gemacht. Ja, du hättest ja auch Futter kaufen können. Macht Pilzeis? What? Yeah. Ich finde Pilze an sich schon widerlich. Ich habe gestern gelesen, warte mal, wie war das? Dass McDonald's vor vielen, vielen Jahren Brokkoli mit Kaugummi-Geschmack entwickelt hat, damit Kinder endlich Brokkoli essen. Aber das ist total gefloppt. Warum wohl? Ja, komisch. War das hier? Ich frag mich halt, wie viel Chemie da drin sein muss. Brokkoli mit Kaugummi-Geschmack. Nee, hä? Was ist das? Ist da einfach eine Zuckerglasur über dem Brokkoli? There we go. Keine Ahnung. Furchtbar eklig. Was Geld für die Angel? So. Ich weiß. Der komplette Zaun ist kaputt, ist für den Arsch. Oh, ich hab unsere. Egal. Ah, ich hab eine Idee. Ich mache einen Steinzaun. Steine haben wir.
irgendwo. Ich glaube, Steine haben wir genug. Ich habe hier irgendwo Steine. Zur Not beim Badehaus kann man noch ein paar Steine abgreifen. Und ich wollte ja, oder morgen, bei der Mine. Ich wollte gerade sagen, ich wollte morgen sowieso in die Mine, dann bringe ich dir Steine mit. Ja. Ja, und unbedingt morgen Futter kaufen. Das hat oberste Priorität. Alter, Diamond. Maybe the diamonds are not for everyone. Warte, wie bin ich. Ach, hier kann ich gar nicht weiter. Den Diamanten. Das ist wie ein Bum-Bum-Eis. In der Mitte ist dann der Kaugummi. Ja. Lecker. Ein Steinfisch, das Ding sieht aus wie ein Schuh. Hm. Warum nicht? Ne, ich fische gerade mal in der Höhle. Hier gibt es ja auch Fische. Ah. Zumindest noch solange ich auf der Ebene bin. Frische Fische. Frischer Fisch. Und morgen gehe ich dann in die Höhle und werde ein bisschen. Marsuna, ich lese auch, was du schreibst, aber ich lese nicht alles vor. Das ist so. Nur die richtig guten Sachen, die lese ich vor. Only weißt the du? Good shit. Ja. Musst du dich mehr anstrengen. Ich muss wohl mal fragen, welches Bündel er erledigt hat, damit wir die Lore benutzen können. Mhm. Weil mit der Lore können wir wirklich von der Bushaltestelle aus in die Mine und zur Schmiede. Das geht super fix. Soll ich es mal behalten und schauen, wer das merkt? Hä? Was? Was? Nichts. Was machst du? Nichts, alles gut. What you doing? Vielleicht bemerkst du ja einen Unterschied. What you doing in my basement? Alles gut. Okay. Ich habe jetzt einfach mit Steinen weitergemacht. Hast du gerade noch gleich ihren Platz im Inventar? Wobei, ich die Pilze kann ich auch morgen holen, von daher ist nicht so wichtig. Weil die Pilze wachsen offenbar turbo. Das sind nämlich schon wieder welche. Ups. Ich mach hier mal noch zu. Machen wir hier auf. Dann kann das raus. Morgen. Ich glaube, das passt. Schaut lustig aus. Okay. Mein Herz ist gebrochen. Oh. Dam, dam, dam. Dann musst du dir mehr Mühe geben. Dann ist wieder alles gut. Guck mal in deinen Garten. Mein Garten? What? Wait, what? Ey, keine Tipps geben hier. What the fuck? What? Wait, what? What has happened? Schinken. Meine Mühe ist mein Herz und das ist verschwunden. Warum sind hier... Aber jetzt habe ich was vorgelesen. Wait. Geh einfach schlafen. Ich gehe schlafen, das ist mir zu hoch. Das Küken ist... Wait, what? Ach, das ist die Katze da gewesen. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle. Ich trinke heute übrigens einen Earl Grey. Da habe mich gefragt, warum ist der Zaun so müde? Fisch in Stufe 7. Earl Grey mit Zitronenkern, das ist total lecker. Später muss er zur Schule. Alles klar, Reaper Keeper, bis denn. Das ist ja cool. Du hast mit dem Fischen schon wieder 951 eingehen. Wow, ich schau mir gerade deine Fische an. Wie gesagt, dabei sind das nicht mal so viele. Der Steinfisch ist so cool. Sieht einfach aus wie so ein Schuhkarton. Ja, der ist super. Sieht einfach aus wie so ein fucking Schuhkarton. Ich liebe das. Tori Puro, wie kannst du keinen Tee mögen? Tee ist so geil. Wow, da geht's wieder los. Aha. So, die Köder lasse ich zu Hause, meine Angel lasse ich zu Hause. Die Hacke kann ich zu Hause lassen. Wir schauen mal, wann das bemerkt. Das will ich jetzt wissen. Ich würde ja gerne. Ich war ja gerade in meinem Garten, aber was meinst du? Hier ist ein Ofen, ja. Okay, das kann man nicht wegmachen. Oh Gott! Der Blitz hat hier ja voll eingeschlagen gerade. So. Kann ich die alle essen? Hier muss man immer zumachen.
Sonst haut das Küken ab. Oh, wir haben einen Huhn! We got chicken. Oh, der ist voll schlecht gelaunt, weil er hat nichts zu fressen. Okay. Da bin ich auch stinkig. Scheiße, ich habe aus Versehen das Tor rausgerissen. Willst du einen Tipp? Die Tipps sind im Sinne von... Ich meine, ich habe eine Keule. Und ich habe jetzt so, auch... So, immer schön zumachen. Und ich hole jetzt Futter. Futter, Futter, Futter. Vielleicht ist er dann nicht mehr geil. So stinkig. Wir haben Melonen. Wie cool. Watermelon. Ich wusste nicht mehr, was ich gepflanzt habe, aber es sind Melonen. A Melon. Okay. Ich hole jetzt ganz schnell das Futter und dann verkaufe ich die Melonen und dann... Keine Ahnung, pflanze ich vielleicht noch irgendwas Neues an oder so. Und ich prügel mich durch die Höhle. Mal gucken. Ich mag auch keinen warmen Kakao oder so. Ach, Kakao ist auch nur ganz selten mal meins, muss ich sagen. Tja. Mehr Tee. Meine fucking Keule, ey. Kapaff! Ist es bei euch heute heiß? Bei uns ist es total kalt. Bei uns auch mittlerweile in letzter Zeit. Bin ich aber verdammt froh drüber. Regnerisch und kühl. Ganz gerade, angenehm. Gerade wenn man schon so generell angeschlagen ist, was Infekt angeht, dann bin ich eigentlich froh, so dass es nicht unangenehm. Noch so warm ist. Ja. Ich hab mich verlaufen. Also wenn du weißt, wo es Futter gibt, dann hol mal bitte welches. Ich bin auf einmal im Wald. Ich hab keine Ahnung. Das war doch südlich von unserer Farm. Ich hab so einen schlechten Orientierungssinn. Alter, Batman, verpiss dich. Du kriegst die Keule, ich sag's dir. Okay, Fledermausflügel, die brauchen wir für den Bündel. 20 Grad und bewölkt. Das ist doch angenehm. Was? Komm ich da nicht durch? Ja, das ist angenehm. Torifuro, wieso weißt du nicht, wie es bei dir ist? Sitzt du im Keller? Klopp. Ich bin irgendwie falsch. Die Keule ist so geil. Aber ich muss doch Fressen für das Hühnchen besorgen. Wir haben jetzt endlich ein richtiges Hühnchen, das ist so schön. Und es ist super scheiße drauf, weil es nicht wirklich was zu essen kriegt. 9 bis 16 Uhr, okay. Also, komm. Da ist da noch ein bisschen Zeit. Das stirbt. Was? Ja, wenn es nichts zu fressen kriegt, stirbt's. Das tun wir alle. Ja, ich hab's gefunden. Ich bin gerade voll dran vorbeigerannt. Oh, ganz vergessen. Auf der Höhlenebene, wo wir jetzt sind, ist Eisenerz ja kommen. Okay, jetzt kaufe ich ganz viel. Ist ja nicht so teuer. Und ich kaufe uns noch ein Hühnchen. Okay. Die sind nicht so teuer. Kosten nur 800. Ja, das passt. Easy. Wieso? Ist das okay? Oder hast du einen speziellen Namen im Kopf? Hm? Ach so. Wuso. Wuga, ne. Wuso. Wie du das für richtig hältst, da vertraue ich dir. Okay. Wuso finde ich gut. Wuso. Hühnchen der Zerstörung. Genau. Du warst heute noch nicht draußen und dein Fenster ist abgedeckt. Okay. Warum nicht? Wenn man das mal machen kann. Ja, mein Gott. Überall ist der scheiß Zaun kaputt. Ich werde jetzt nur noch Steinzäune errichten. Hält vielleicht auch besser. Ja, eben. Splat. Brauchen wir eine Melone für die Bündel? Ich glaube ja sogar. Dann verkaufe ich nicht alle. Ich meine, da braucht mir was für. Gefrorene Träne. Ah, nice. Dein Fenster ist kaputt und deswegen ist es abgedeckt. Okay. Ich dachte, du wirst einfach nichts von draußen mitbekommen. Nee, das wäre ich. Yes. Guck mir irgendwie aber auch. Pupsi sieht beleidigt aus, was nichts zu fressen hat. Oh nein. Tut mir wirklich leid.
Oh, hier, ganz viel Futter. So. Oh Mann. Alter, ich finde das immer geil, wenn ich mit der Keule von oben so zuhaue und das Ding war einfach nur Splat. Oh Mann. Aber gut, Pilze heilen ganz gut eigentlich. Und geben Energie süß. Wieder. Gott, sind die süß. Okay. Ich brauche unbedingt noch ein paar Steine. Bist du in der Mine heute? Yes. Schon, gell? Da bin ich schon ein bisschen drin jetzt. Dann bring mir mal ein paar Steine mit. Ja, ich versuch's. Ich bringe jede Menge Monsterzeugs mit heute, weil ich habe hier echt, Alter, jede Menge Viech-Kruppzeug. Okay. Perfekt. So, was mache ich denn jetzt? Es ist ja schon 3:30. Geh ein bisschen angeln. Das will ich auch. Sehr sympathisch. Ja. Geh angeln. Mach meinen Job. Menschen sind ja auch furchtbar. Mhm. Ganz schlimm. Alter, dieser Flächendamage von der Keule. Das ist so lächerlich. Ich überarbeite mich nicht. Heute ist mein Tag. Mein Tag off. Mein Day off. Omnigeode. Ah, kleiner Vincent. Papa kommt bald zurück. Ich hoffe, er bringt mir ein Spielzeug mit. Klar. Sam ist gerade am Zocken, okay. Ich sag's dir, Schleim, komm mir nicht zu nah. Du kriegst die Keule. Ich gehe jetzt mal an den Strand und suche nach diesen Würmchen. Ja. Wow. Also, das ist alles keiner? Jackpot. Was hast du? Jede Menge Eisen. Sehr gut. Brauchen wir auch für Dings, also von daher. Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Wie viel muss ich noch bei dir kaufen, Dude? Ja. Ich mein. Oder bin ich literally dein einzigster Kunde? Wahrscheinlich. Ui, Möwen. Möwen. Ah. Hör mal du, Möwen. Geht doch. Hier, mein Sohn, ein abgetrenntes Ohr eines Feindes, dem ich das Herz aus dem Leib gerissen habe. Okay. Klar, genau das war gemeint. Oh, ich habe Leben gefunden. Ich sehe keine Würmchen. Also ich habe 20 Steine. Ich hau gerade einfach rum. 20 Steine okay oder brauchst du mehr? Mehr, viel mehr. Mehr. 100. What? Ich gehe aber morgen auch in die Mine. Dann mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Vor mir liegen überall Kristalle, aber ich finde immer schade, dass die nichts bringen. Bringen die nichts? Nee, die kannst du kaputt machen, aber die bringen leider nichts. Ah. Es bin ich ein Bekloppter. Wenn mich hier einer sieht, dann denkt er sich, oh, wie wär's denn das? Gott, wie gruselig. Alter Seemann. Eine Bleibe? Ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass du noch nicht bereit dafür bist, Mädel. Okay, tschüss. Gruselig. Ach du Scheiße, das Ding ist ja... Jetzt vielleicht bist du bereit dafür. Nee, das ist, das habe ich auch schon gelesen. Das, von dem kriegst du so eine Sidequest. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Ist aber wichtig für später. Ich bin echt? Ja. Also zumindest, aber, wenn du irgendwie heiraten willst oder so. Ach so, aber entwickelt sich das nicht von alleine? Wie? Sollte ich das wissen, damit ich das machen kann, oder wie? Nö, der Typ ist da andauernd, also da... Ja, irgendwann werde ich schon bereit dafür sein. Someday you will be ready. Someday. Wenn nicht, kannst du es ja erzählen. Ja.
Aber ich finde es immer so schön, das irgendwie jetzt noch nicht zu wissen und zu gucken, was es heißt, bereit dafür zu sein. Keine Ahnung. You're not ready, son. Ja. So, ich bin schon aus der Dings raus. Ich gehe nochmal. Shiva gräbt den Strand um. Ja, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Habe ich einfach alles aufgehauen. Aber ich habe nur Lehm gefunden. Hallo, Keks. Ach, Keks hängt bei dir ab. Ja. Cool. Ups. Umf. Hier sind keine Steine. Ist nicht okay. Ja, das war nur Geld. Nur. Yay, ja, bei diesen Packen gibt es ja dieses eine, wo wirklich nur Geld ist. Von daher. Mhm. Ah, hier. Bingo. Oh, ich muss mich hier mal kümmern, dass es wieder hübscher alles aussieht. Aber heute regnet es so und ich will Steine haben. Unser Schiff muss schöner werden. Ja. Unser Schiff muss schöner werden. Das nicht, du glaubst nicht, dass Keks von LH gemacht hat. Stimmt, Keks hat auf Twitch einen anderen Namen. Okay. Ich glaube, es gibt viele Kekse auf Twitch. Das kann sogar sein. So. Ich muss echt aufhören, Sachen immer mit meinem Dings zu hauen. Oh Gott, es ist ja schon 11 Uhr. Ja, ich bin noch gleich auf dem Rückweg. Ja, ich gehe auch wieder. Das ist keine Weintraube. Das dauert halt echt irgendwie eine Stunde, überhaupt zur Mine hochzugehen. Ja, wenn wir es irgendwann geschafft haben, hier die Lore zu reparieren, dann haben wir das Problem nicht mehr. Ja, das würde ich gerne machen. Das ist total cool. Jetzt habe ich eine noch stärkere Route. Einfach einen noch stärkeren Klopstock. Wofür steht eigentlich LOZ? Legend of Zelda. Kommst du drauf? T-L-O-Z. Geh morgen nochmal in die Mine? Ich glaube ja. Nee, morgen muss mir erstmal meinen ganzen Kram denn anmachen. Also ich muss morgen definitiv Sachen anpflanzen, Zäune bauen, unseren Hof ein bisschen auf Vordermann bringen. Schaut ja aus. Ich kann das meiste nicht mal wirklich verkaufen. Schlachtfeld. Ey. Ich habe die Melonen übrigens in unsere Kiste getan. Warte mal, das nehme ich mal mit. Wir müssen die Kisten mal irgendwann richtig ordnen. Ja, wir brauchen eh ein paar mehr. Stein und Holz haben wir wieder ein bisschen. Ich konnte nur keine Kiste mehr bauen, weil ich eben gar kein Holz habe. Das ist so doof. Das brauche ich, glaube ich, auch für was. Nein! Oh Gott. Ich mach das morgen in Ruhe. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. So, gute Nacht. Jo. Ich mach das morgen in Ruhe. Genau. Muss ich auch einmal zum Museum da wieder jede Menge Zeug abgeben. Wir haben trotzdem Geld gemacht, also von daher. Boah, die Melonen waren richtig viel wert. Melone. Watermelon. Und ich habe nicht alle verkauft. 4 haben wir noch. Das ist doch geil, Legend of Zelda, was? Die besten 4 habe ich behalten. Wieso ist, Legend of Zelda, what? What is your deal? Die Königin der Soßen. Es ist Sonntag. What is your malfunction, brother? Warte mal. Lass mich mal kurz gucken, ob ich wieder... Ups, Tatsache. Grüße. Ich bin es, die Königin der Soßen. Was gibt's denn heute? Pfannkuchen. So. Titel geändert. Schön. Pfannkuchen gibt's heute. Mit einer Menge Butter und Ahornsirup. Das ist ja eher Pancakes hier. Basically. Das sind Pancakes. Oh, wir haben schon wieder Post. Ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gelesen. Ich bin sehr vom Fortschritt auf deinem Hof beeindruckt. Mach so weiter und dein alter Vater wird doch noch in einem luxuriösen Bungalow an der Südsee seine alten Tage verbringen. Alles Liebe, Papa.
By the way, du brauchst, du brauchst Stein. Ich habe noch so viel. Unser Hühnchen ist ja cute. Die Pam will unbedingt ein Bier haben. Wir sollen dir ein Bier bringen. Ja, sonst noch Wünsche. Das ist wohl mein Job, ha? Hier, warte. Stein. You want Stein? Ja, Stein. Wo hab ich jetzt Stein das? Und Holz. Steinholz. Wait a second. Ey, ich hab doch eben das Stein mitgenommen. Holz und Stein. Da, ups. Okay. Nee, brauch ich noch gar nicht. Oh mein Gott, ich habe eine Sternfrucht gezüchtet. Was ist das? Eine extrem saftige Frucht, die in heißem, feuchten Klima wächst. Leicht süß mit einem sauren Unterton. Super saftig. Müssen wir die irgendwie abgeben als Bündel? Mal gucken. I don't know. Sieht aus wie ein Stern. Also hier schon mal nicht. Die Musik ist heute voll funky. Ja! Einen Karpfen. Nee, Karpfen habe ich nicht. Ich angel auch heute nicht. Ich klopfe immer so schön an. Ich glaube, die Sternfrucht brauchen wir nirgendwo. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh! Sternfrucht, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Eine dunkle Höhle, ein knorriger Wald, Joja Mekamor, Strand. Strand. Das würde recht schnell langweilig werden, finde ich. Wie in echt? Eine Sternfrucht für 2 Euro. Ich muss echt aufhören, hier immer einen über den Schädel zu hauen, wenn mir irgendwas nicht passt. Stimmt. Ja, ich weiß schon, dass es in echt auch Sternfrüchte gibt. Aber die sehen doch komplett anders aus. Die leuchten doch nicht und sehen aus so, also so groß und... Als würde ein Stern vom Himmel fallen, Leute. Yes, jetzt habe ich mit Abby schon 4. Schaut euch das doch mal an. Hier. Läuft. Passt. Ah, gut. Oh mein Gott, der ganze Zaun ist hier kaputt. Alles für den Arsch, hey. Alles. Okay, das reicht. Ich mache jetzt überall Steinwände. Hört mich mal. So, weg damit. Das Huhn ist zu radikal. Oder wir bauen komplett alles zu mit Flamingos. Das ist auch eine Option. Oh, wie niedlich. Die sind draußen, die zwei. Und er ist mir nicht mehr beleidigt. Gott sei Dank. Und wir haben wieder ein Ei. Schön. Neue Belohnung. So, das kann ich aber jetzt noch nicht machen. Ah, du spendest gerade. Ei. Sehr gut. Gut, was ist wichtig? Es ist wichtig, dass ich einkaufen gehe. Wir brauchen Samen. Vielleicht ist das die Vogelansicht einer aufgeschnittenen Sternfrucht. Ja, ich habe auch schon mal eine gegessen, aber finde jetzt auch nicht so geil. So ein bisschen Geld kriegen wir jetzt gerade wieder rein. Ich hätte gerade so gerne Thunfisch. Bitte komm damit bei mir vorbei, Linus. Ne, Thunfisch, weißt du ja, wie selten das ist? Echt? Okay. Also relativ, ja. Wir haben jetzt Tag 14. Wie viele Tage haben wir denn jetzt noch im Sommer? Genau. Ich mach Peperoni. Die wächst in 5 Tagen. Das schaffe ich. Ja, das mit Sicherheit. Und Weizen? Ist eigentlich auch nicht blöd. Wow. Und Radieschen. Excellent. Sehr gut. Viel Geld. Ach, 14. Ach! Ich kann doch Mais nehmen. Pflanze sie im Sommer oder Herbst. Und wir sind ja gerade im Sommer, ne?
Ja. Dann kann ich eigentlich noch Mais und Hopfen. Ja, das machen wir, komm. Sehr schön. Warte mal. Wow. 8, oder? What is it good for? Absolutely nothing. Ich glaube 8. Okay. Ui, heute ist mein Gärtnertag, aber total. Braut Bier. Ja, wir brauen Bier. Moment, wir können jetzt Bier brauen? Zumindest noch nicht, aber ich kann Hopfen anpflanzen. Ach du Scheiße. Das mache ich jetzt auch. Da ist doch jetzt Hopfen und Malz verloren. Oh nein. Was soll ich machen? Okay, ich pflanze. Ich will irgendwo hier mein Gärtchen anlegen. Also hier vielleicht nicht. Ah, wo mache ich denn das? Ich nehme den Sprinkler mal mit. Shit. Vielleicht hier? Eieiei. 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 Ich brauche einen guten Platz gerade. Muss suchen. Beim Schreien, ne. Beim Schreien mache ich das nicht. Nennt ihr eure Sorte dann Aeroschusch? Das ist gut. Hoi. Eieiei. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ist zwar ein bisschen abseits, aber nichts. Oh, cool. Oder. Langweilig ist vor. Ja. Oh, ich muss baden. Was ist das? Na, klingt doch nach Spaß. Ja. Hier redet jemand. Jemals eingeliebt. Ich bin verwirrt. Oh Mensch. So boring. Meine Axt ist nicht stark genug. Das habe ich gerade. Ich habe die bessere Axt. Ah, dann kannst du hier aufräumen. Wo denn? Ich pflanze hier oben an und hier sind so Baumstämme, die kannst du dann wegmachen. Aber das eilt nicht. Ne. Hä? Hallo, wer redet da? Okay, so war das. Ah, hi. Das war gerade voll verwirrt. Ja, das ist jedes Mal so. Ja, weil ich hab's nicht richtig gehört. Ich hab gedacht, das ist im Spiel irgendwo. Oder ich hab aus Versehen was angemacht, ein Video, keine Ahnung. Filme mich hier, vermirr, genau. Siehst du, was du mit mir machst? So. Ja, ne? Okay, so, eins, bräuchten wir noch. Drei. Ich brauch die besseren Sprinkler. Genau, das war das. Baust du mir bessere Sprinkler? Was braucht man dafür? Weiß nicht. Nee. Woher soll ich denn das wissen? Ich kann gleich nachschauen. Das geht bei dir ja. Ach, du kannst es gar nicht nachschauen, gell? Nee, weil ich das glaube ich gar nicht habe. Aber ich kann dir aber die Materialien besorgen. Da kann ich helfen. Okay. Ich kann den noch gar nicht bauen. Scheiße. Okay. Ich habe so das Gefühl, diese. Aber Dings du könntest mir Kupferbahn und Eisenbahn besorgen. Dann baue ich noch ein paar von den schlechten und dann kann ich sicher einen guten bauen. Das kann ich. Da habe ich sogar gerade noch was. Das muss ich gleich noch einschmelzen. What the. Wow. Ich komme mich gerade nicht bewegen. Wo habe ich denn den Dünger hin? So in echt jetzt? Ja, ich komme mich irgendwie gerade nicht bewegen. Oh nein! Oh, warte, hier ist der Pilz. Stuhl. Hält er noch? Ja, mein Stuhl hält noch. Nicht alles, was ich zusammenbaue, ist shit. Okay. Jetzt kann ich also den Rest wirklich verticken und morgen wieder in die Mine marschieren. Mit voller Energie. Hast du schon Eisenbahn gemacht? Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich schmeiß jetzt gleich noch alles in den Ofen. Okay, perfekt. Hab noch ziemlich gut was an Eisenerz.
Bei der Stufe, wo wir jetzt gerade sind, da gibt's Eisenerz wie Sand am Meer. Ja, voll cool. Da ist halt dann denn kann jetzt, ich hier morgen direkt weitermachen. Ab der Stufe ist quasi das Kupfer auf einmal Stahl. Ups, ich bin falsch gelaufen. So. Mann, machst du einen Lärm hier. Mach ich doch gar nicht. Machst du. Schießt du hier mit einem Laserschwert rum? So, den Stein packe ich in die Kiste. Das greife ich mir mal. Das ist genau wie das hier. Oh, das sieht so putzig aus. Ich mache hier voll das hübsche Feld. Das macht so Spaß. Das hört sich so überhaupt nicht ernst an, wenn ich das so sage, aber es macht mir wirklich Spaß. Okay, was braucht am längsten? Der Hopfen, den kann ich schon mal reinmachen. Die gibt Energie aber wieder. Hopfen. Und Malz. Butter und Schmalz. Yes. That's nice. That's nice. Okay, dann packe ich mal. Okay. Jetzt warte mal. Shit. Jetzt habe ich halt echt Pech mit dem Dünger. Soll ich das ohne Dünger dann machen? Hauptsache es ist drin. Oder haben wir oben noch Harz in der Kiste? Ich habe noch 200 Harz bei mir drin. Ich brauche Harz. Dann... Für Dünger. Warte. Bringe ich dir gleich vorbei. Schnell, es ist schon 11. Chill. Das Harz kommt in die Truhe. Harz. 4. 4? Ich dachte, du hast 203 gesagt. Ich brauche auch 200. Dann bedien dich. Ich bin hier voll am Rumharzen. Ich habe heute einen Clown gegessen. Ich merke schon. Warte mal, für irgendwas brauchte ich doch. Es wird spät. Ja, leck mich. Das mache ich jetzt noch. So, da Eisen. Ich finde es ja gar nicht okay, dass die einfach um 2 immer umfällt. Wir alle, leider. Nein, das so, ist überhaupt nicht okay. 2 Uhr nachts, bumm, dead. Jeder. So, warte mal, wo okay. Ist das, was ich abhacken Pepperoni? Sollte? I got the axe. Was? Abhacken? Ach, hier bei mir. Wo bist denn du? Hier unten. Schon wieder Pilze? Warte. Ich brauche noch Wege. Aber egal, den Rest mache ich morgen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ein Pfifferling. Was war das? Hm? Das war super laut. Was? Da ist irgendwas explodiert. Was geht hier ab? Wo bist du denn? Ach hier, da. Hier war es gerade voll laut. Was war das? Bildest du schon ein Schuss? Ja, hat sich echt angehört wie ein Schuss. Tja. Aber das war bestimmt, weil hier ja Krieg. Oh, wir müssen ins Bett. Schnell, schnell, schnell. Ah, ich glaube, ich wenn wir umfallen, müssen wir Geld zahlen. Ja, obwohl wir. Nein, zwei... wir schaffen das. Nein. Okay. Nein, ich bin vor dem Bett umgefallen. Ich vorm Haus. Scheiße. Lass mich halt vor meinem Haus pennen. Ja, das nennt man Camping, ihr Säcke. Scheiße. Überall anders nur, auch. Nur weil ich dein Dings noch, das Holz noch wegrasieren wollte. Ich habe ja gesagt, mach morgen. Ist das jetzt teuer geworden? Nee, wir haben gar keine Post bekommen. Ich glaube, auf dem Grundstück darf man umfallen. Ich habe letzte Nacht der Joja-Mitarbeiter oh nein, die kosten immer so echt? Viel. 311, nein. Alter. Ey, die zocken einen so ab. Ja, ne, diese Säcke. Niemals da einkaufen. Hört ihr, Kinder? Niemals beim Jojo-Jojo-Jojo-Markt. Niemals. Jojojo. Jojo, no. So, guten Morgen, ihr zwei Süßen. Und wieder ein Ei bekommen. Perfekt. So. Die fressen, das ist der Wahnsinn. Die haben schon wieder alles aufgefressen. So, Eisen ist in der Truhe.
Ich muss hier eine Truhe hinstellen. Und Hartholz ist da. Gut, ich gehe Minenabenteuer bestreiten. Ich muss irgendwie an Holz kommen. Unbedingt. Ganz dringend. Ja, ich habe nur Hartholz. Naja, ich glaube, ich brauche normales. Sonst, Hohl hat mir auch von einem Händler erzählt, der alle ein, zwei Tage mal oder alle paar Tage mal da sein soll. Die ist immer da so in der Nähe vom Zauberer, so angeblich. Ja, in der Nähe vom Zauberer kann ich auch noch ein paar Bäume fällen. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich will da eigentlich gerade kein Geld für ausgeben, was wir einfach so bekommen. Ja, eben. So, wo war das jetzt mit dem Pilz? Das hier? Nett. Hier. Tschatsching. Okay. Ach shit, ich habe mein Eisenerz nicht weggepackt. Na egal, kriege ich sowieso. Krieg ich da sowieso. So. Komm und mach auf. Danke. Meine Güte. Sackgesicht. Oh nein, ich bin schon jetzt kaputt. Ich muss das Ei essen am besten. Roh. Ich mache jetzt einen auf Rocky. Rocky? Oder warte, ich glaube, ich kann sogar. Ich kann mir, glaube ich, einen Snack machen. Nee, kann ich nicht. Mist. Da muss ich das Ei pur essen. Warum nicht? Ich kann einen Zapfhahn machen. Ja, die Bierproduktion, sie geht langsam. Sie geht langsam Keile. Das Beste ist, der Zapfhahn ist nicht fürs Bier. Okay. Der ist für Kiefer- oder Ahornbaum Sirup. Ach so, ja, stimmt. Kannst du in so einen Baum drücken und dann kommt da Harz raus. Ich hab das Ei gegessen, mit Schale. Lecker. Chris Redfield-Style. Yeah. Okay, dann suche ich mir jetzt einen Baum und hänge da einen Zapfhahn dran. Hey, ich finde das immer... Ich weiß, es ist total natürlich und total normal, aber ich finde diesen Gedanken einfach immer witzig. Weißt du, einfach die Tatsache, dass du so einen Hahn an den Baum hängst, sondern so, ja. Ja. Als wäre es irgendwie eine Flasche oder so. Ich finde die Gedanken einfach immer kernig. Ich weiß auch nicht warum. So, Stufe 50. Mit meiner Metallkeule. Let's go. So, ich brauche noch einen Weg. Quarz. Quarz. Boah. Okay. Okay, die Stahlkeule ist langsam, aber der Schaden, Alter. Theoretisch. Destroyed. Super Combo Finish. Oder? Schotter, Stein, ja. Oh, ich kann einen machen. Toll. Das hat's jetzt nicht so gebracht. Höhlenkarte. Bleib bei meinem Holzweg, aber. Du bist auf dem Holzweg. Ja, da sind wir auf dem Holzweg. Ich glaube, ich muss ins Bett. Was? Ich bin total fertig. Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Ich habe mich so verausgabt jetzt gerade. Ich habe gerade eine Tasche gefunden. Oh mein Gott. Dieses Gebiet ist verseucht. Ja! Ich dachte, Harz wäre gut. Oh nein. Hast du Harz getrunken? Gegessen. Ja, weil ich hab's gegessen, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt esse, dann geht's mir besser. Aber nein. Alter. Badehaus, nee. Ich bin schneller im Bett als im Badehaus. Bis zum Badehaus, ich kann ja nicht mehr richtig laufen. Ist doch heute ja ewig. Alter, so viel Schleim hier, weil in diesem Gebiet einfach so viele Schleime sind. Und dann komme ich mit meiner Megakeule. Deswegen lege ich mich jetzt erstmal hin und wenn es ist, gehe ich dann immer noch ins Badehaus. Und boom. So, ja. Jetzt warten wir mal einfach. Splat.
Mhm. Alter. Jetzt können wir ein entspanntes Bad nehmen. Mal schauen, ob ich das noch zusammenbekomme, wo das war. Ich glaube, irgendwo hier oben. Boom. Ja. Das ist so retarded mit dieser Keule. Du kannst zwar, das dauert zwar einfach immer ein bisschen, bis du wieder angreifen kannst, aber meine Güte. Das ist einfach eine dicke Keule und du haust sie so ein Vieh einfach über den Schädel. Wo hast du denn die Keule gefunden? In der Höhle. Ach so, die lag da einfach rum. Ja, und dann war das so eine Stahlrute irgendwie. Okay, ziemlich cool. Will ich auch haben. Ich verprüge also Leute gerade mit einem ollen Abflussrohr, könnte man sagen. Ach, hier liegt ja auch Holz rum. Das ist eigentlich echt nicht blöd, dass ich jetzt im Badehaus bin. Ah. Ja, da liegt ja so ein bisschen was rum. Ob das noch öfter passiert, dass wir plötzlich neue Gebiete bekommen, das wäre ja voll cool. Man hat mir gesagt, dass der Bus an der Bushaltestelle auch irgendwann frei wird. Yay. Und wir dadurch neue Gebiete. Ja, das steht da ja auch irgendwie mit Bündel und so, ne? Der Weg nach unten hat sich Alter, ich hätte musste sogar hier alles töten. Okay. Yes. Erstmal so ein so eine ganze Schokotorte gefressen. Ich war echt angeschlagen mittlerweile. Oh nein. Ich stell's mir gerade vor in der Mine. Oh, ich bin so fertig. Erstmal eine Schokotorte. Schokotorte. So. Ich war baden. Oh, diese Geister. Weißt du, diese Geister haben einfach generell einen eigenen sehr hohen Knockback. Aber wenn ich die jetzt mit dieser Keule treffe, die fliegen einfach. Einfach. Wah! Sehr gut. See you in next life, Loser. Mir geht's wieder gut. Halt, Stein. Inventar voll. Ah, verdammt. Split. Wie viel Schleim? 26, sehr gut. I need ja, aber was machen wir denn da? Kann ich irgendwas bauen? Ich kann einen Eisenzaun. Ach so, ja, aber das will ich nicht. Aber ich will den Sprinkler bauen. Perfekt. Hat mir jetzt noch nichts gebracht mit dem Problem. Das Harz brauche ich eh nur für den Dünger, oder? Splat. So. Perfekt. Doch die Frage. Ich wollte aber Holz. How do Holz, we go deeper? Holz, Holz. We need to go deeper, Neo. Ich schenke dir mal nochmal was. Hier, bitteschön. Ah, der freut sich immer so, wenn ich ihm Essen schenke. Wer freut sich nicht über Essen? Ja, stimmt auch wieder. 55? Es ist 55 und hier ist... Doch, da ist der Aufzug. Ah, es ist schon 19 Uhr, ne? Ah. Mhm. Ja, ich... Die Zeit vergeht so schnell. Ich mach die Etage hier noch und dann gehe ich mit dem Aufzug wieder nach oben. Ja. Yeah. Beziehungsweise ich hab was wir für ein Bündel brauchen. Das kann ich noch abgeben. Aber sonst ist hier nichts. Gut, gut. Ich brauche mal einen Amethyst, den ich der Abby schenken kann. Da bin ich schon immer mit beschäftigt, ihr alle zu geben, die ich finde. Ja, wenn die nur das mag. Was ist das zweite? Ich weiß es nicht. Und die ist die, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also, sie ist, in dem Punkt ist sie merkwürdig. Wie sie es macht, ich habe keine Ahnung. Warum sie es macht, schon cool, ich habe keine irgendwie. Ahnung. Wenn man das kann. Ein Steinbeißer sein, ja. Gute Zähne. Gute Zähne, gute Besserung. Oh Mann. Hier, Bäume, sehr gut. Abigail ist toll. Brauch ich. Ja, die ist super. Wie hieß es so schön, du sollst dich begehren eines anderen Freundes Waifu.
Aber die Abigail ist nicht vergeben. Noch nicht. Ah, ich brauche nur zwei. Darf der Sebastian die doch haben? Nein. Du sollst nicht begehren eines anderes Mannes Waifu. Das gilt für ihn. Ah, nicht für dich. Ich war zuerst da. Ich habe gerade gesehen, ich brauche nur 10 Fledermausflügel oder 99 Schleim. Muss ich mal gucken, was ich habe. Da haben wir vielleicht so einen Bündel den fertig. Baum hier noch? Ja. Der Zauberer wird sich freuen, dass ich ihm seine ganzen Bäume hier wegnehme. Yes, by the way, Leute, nicht wundern, wenn ich ein bisschen leiser oder merkwürdig klinge. Es liegt nicht an euren Ohren, sei so viel mal gesagt. Doch, immer. Ihr seid alle taub. Nee, ich bin einfach, kleiner Infekt. Er hat zu viel gesungen heute Nacht. Nee, ich war heute Nacht tatsächlich mit Albträumen beschäftigt. Oh nein. Ja, muss auch manchmal sein. Nicht witzig, haben aber... Haben dich böse Monster verfolgt. Um genau zu sein, war sogar eine der Träume, wo ich am meisten Schiss vor hatte. Ich wurde von dem Typen mit einer Kettensäge verfolgt. Oh Gott! Da krieg was ich immer. Was meinst du? Das ist so oder so immer ein Traum, wo ich mir denke so. Oh Scheiße. Don't need it, don't want it, don't need it, don't want it, don't need it, don't want it. Kannst du dann laufen oder bist du dann so, dass du dich nicht bewegen kannst? Ich war in einem Raum eingeschlossen, um genau zu sein. Nein! Und dann hat er versucht da rein. What the fuck? Das ist ein Vogel, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier kaputt? Ein Mann mit Kettensäge. Ja, genau. Der durch die Luft fliegt. Mhm. Ja. Es ist alles möglich. So. Ins Bett. Warte, so. Und vor allem, kennt ihr diese Träume, wo ihr habt, ihr ganz genau wisst, es ist nur ein fucking Traum gewesen, aber ihr aufsteht und trotzdem Schiss habt, dass irgendwo wer in der Wohnung ist? Obwohl ihr genau wisst, es ist niemand da. Ja, das ist komisch. Oder auch, wo man im Traum schon weiß, das ist ein Traum. Das habe ich auch schon mal gehabt. Mhm, das habe ich voll oft, dass ich das weiß und das ganz komisch ist irgendwie. Okay, ich gehe mal ins Bett. Sieht jetzt aber auch echt schon mal ganz hübsch aus hier eigentlich. Deswegen, du wachst das einfach auf, du weißt, du bist alleine zu Hause, du weißt, es ist niemand im Haus, aber du hast trotzdem irgendwo Panik, dein Zimmer zu verlassen. Das ist gut, dass ich, da ist es gut, dass ich im Moment noch in einer Einzimmerwohnung wohne. Da kann halt einfach keiner, also ich würde es ja sehen, wenn hier jemand... Ja, eben. Dann würde ich aufwachen und würde sehen, okay... Keule. Steht einer vorm Bett oder so. Yay. Wolltest du nicht zu Bett? Ja, ich kann nicht schlafen. Ja, ich hatte mein Inventar war voll, deswegen so. Du kannst nicht schlafen, meine Inventar. Ja, ich hab jetzt Angst. Ich kann jetzt nicht schlafen. War bestimmt Sebastian mit der Kettensäge, oh Gott. Ich würde es ihm zutrauen. Wahrscheinlich. Psychopathen, ey. Heute Nacht wissen wir, was du träumst. Mit Sebastian. Some dickhead with a chainsaw. Punch a head in the dick oder punch a dick in the head oder so. So. Guten Morgen. Oh, jetzt haben wir ja zwei Hühnchen. Oh, die sind so süß. Ja, voll. Das eine weiß, das andere braun. Hallo. Oh, Knopf. Was hast du denn? Pupsi sieht ein wenig mager aus. Oh, haben wir das Futter nicht aufgefüllt? Futter, wir brauchen Futter. Futter, 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 wir brauchen Futter. Sonst hol doch erstmal hier Vorrat. Schadet ja nicht. Ja, habe ich ja schon hier in der Kiste. Ich habe irgendwie angenommen, dass du das auffüllst. Ich weiß auch nicht. Welches Futter? Ich habe schon jetzt. Achso. Ich bin davon ausgegangen, dass du das schon gemacht hast, aber ich glaube, du hast gedacht, ich fülle auf und ich habe gedacht, du füllst auf und deswegen... Nee, weil ich gehe mal davon aus, diese ganze Farmzeugs machst du und ich mach so das Ganze, wo mein Leben bei drauf hängt. Aber ich will auch in die Mine gehen.
Ach so. Ja. Deswegen habe ich versucht, mich zu beeilen, damit ich es noch in die Mine schaffe, aber ich habe es nicht geschafft. Also wenn du meine alte Keule benutzen willst, findest du bei mir in der Truhe. Brauche ich nicht mehr, ich habe eine Stahlkeule. Wir brauchen noch eine Truhe. Ja, das auch. Aber dafür brauchen wir auch Holz. Ja. Ich mache jetzt erstmal hier unten das Farming-Zeugs Kupfer fertig. Kupfer erst 25 nach Clint. Okay. Kupfer habe ich gar nicht so viel, mein Freund. Ja, ich muss jetzt erstmal das hier fertig machen und dann kann ich auch in die Mine gehen. Weil wenn das hier läuft, wenn es einmal angelegt ist, habe ich auch wieder mehr Zeit. So, ich kann jetzt einmal ein Dings hier, wieder ein Bündel fertig aber, machen. Aber die Hühnchen füttern, das können wir ja beide machen. Ja. Ich brauche mal noch ein Gold-Dings. So, hier. Bündel komplett. Bündel komplett. Quartett komplett. Sehr gut. Kleiner Magnetring, auch süß. Was macht er? Er magnetisiert Sachen. Okay. Denke ich mal. Erhöht den Radius Aufnahme von Gegenständen leicht. Ja, Mensch. Ah, okay. Ich trage da gerade sonst nichts, also why not? Ja. So. Okay, so far so good. Ach, das ist ja blöd. Hä? Ja, egal. Ja, ist nicht ganz aufgegangen, wie ich es gern gehabt hätte. Nein! Ach so, ein Kack. Kack, kack. Kriegt man das irgendwie wieder weg, wenn man einmal das hier so aufgehackt hat? Ich will das wieder zuschütten. Irgendwie muss das doch gehen. So, ich brauche jetzt erstmal Dünger. So. Nein, nein, nein. No, no, no. Ich bin ein interessanter... Oh. Sie sagte, ich bin ein interessanter Typ. Ah. Das haben meine letzten Echsen auch zu mir gesagt. Gut. Wie teuer ist jetzt eigentlich der nächste Rucksack? 10.000, ja Mensch. Wenn es sonst nichts ist, mein Freund. Ach, das passt schon. Dann kann ich eigentlich das hier noch reinmachen. Dann ist das nicht so schlimm. Dann ist das hier auch nicht so schlimm. Dann lassen wir das offen. Ah ja, ich habe übrigens bezüglich Abigail noch eine Sache rausgefunden gehabt. Ja? Hat sie gerade gesagt, ich bin total eklig? Alter. Wer? Die, was? Die hier, diese Blonde da. Wirklich? Diese blonde Ego-Zippe. Wolltest du ihr was schenken, oder nö, was? Ich wollte einfach nur mit dir reden. Oh Gott. Ich habe eine Angel in der Hand. Ich bin ein Döner. Das auch. So, jetzt muss so. Ich mal die Dings hier, meine Krabbenschleuse mal wieder ein bisschen voll machen. Interessanter Typ ist gleich creepy. Nein. Schmarrn. Heute ist das Meer wieder in vernünftiger Farbe, also in normalfarbig. Ja, ist mir auch aufgefallen. Voll komisch. Aber ich hatte das Event mit dem Sam genau zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun? Hm. Ich glaube nicht unbedingt. Das wäre merkwürdig. Du? Das wäre irgendwie merkwürdig. Ich meine. Ja, doch, vielleicht wollte man mich eben runterlocken, damit das Event stattfindet. Ja, aber ich glaube nicht, dass Sam solche Macht hat. Ja, aber nicht doch der Sam, die Spieleprogrammierer. Damit ich halt runtergehe, damit das passieren kann. Na gut, dann halt nicht. Lass mich das doch jetzt schön finden. So war das. Nur für mich. Yes. Hey, Vorox. Okay. Oh nein. Ich hab's falsch gemacht. Okay. Und jetzt habe ich das auch. Oh nein. Ihr Belohnung. Ach, Kacke. Jetzt habe ich hier den Weg aus Versehen kaputt gemacht. Jetzt würde ich echt gerne wissen, ob man das wieder zuschütten kann. Wenn das irgendjemand weiß, dann schreit. Ich höre nichts. Hey, Lini.
glaube so, oder? Dann. Ja, genau, der Weg müsste jetzt genau hier durchgehen, wo ich den aufgehackt habe. Hack, hack. Ja. Ich habe gehackt, aber in schlecht. Schlecht. So, wie kriege ich das jetzt zu? Naja, wenn Shazu ja immer was zu essen Amethyst bringt. Wieso? Oh. Meinst du, dass er deswegen interessant ist? Ja, ja, gut. Ich bin dann der interessante Typ. Wenn sie die Amethysten isst. Naja. Meine Waifu ist ein fucking Stone Eater und ne. Mhm. Ich bin hier der Merkwürdige. Ja, immer. Ist doch immer so. Warte mal, ich wollte mal bei der Abenteuergilde die ganze Zeit mal vorbeischauen. Ach ja. Das vergesse ich immer. Die arbeiten ja nie. Ja. Ich war auch schon zweimal da, da war zu. Piratensäbel. In der Regel geht das, glaube ich, mit der Spitzhacke. Hallo, Linden. Okay, ich probier's mal. Flammenberg, wow, das sieht cool aus. Super. Leute, vielen Dank. Oh mein Gott. Das hat mich so genervt gerade. Danke, danke. Kampfstiefel. Okay, sorry. Du hast Kampfstiefel bekommen. Ich kann Kampfstiefel kaufen. Ich gucke mich jetzt hier gerade mal rum. Ah, cool. Die will ich auch. Bringst du mir ein paar mit? Kampfstiefel? Ja. Sind aber teuer. Echt? Oh. Wenn ich zwei kaufe, dann... Nee, okay. Warte mal. Aber ich wünschte, ich wäre die Abby, dann könnte ich jetzt einen Stein essen. Ich bin mal... Brauchen wir gerade Geld? Nicht unbedingt. Cool. Ich esse schon wieder ein rohes Ei. lecker. Ich muss echt aufhören. Ich habe schon wieder meinen Spiegel gelitscht. Okay, gut. Was? Mist, ich habe zwei zu viele gekauft. Ups, doch was falsch gerechnet. Okay, dann machen wir halt hier und hier noch eins. Keule ist zwar schön und gut, aber... Ich brauche noch eine Vogelscheuche, wenn du zufällig die Materialien dafür hast. Was braucht man denn dafür? Fasernkohle und Holz. Ach man, man braucht für alles Holz. Kohle ist in der Truhe, Holz ist ein bisschen in der Kohle, Fasern, keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Achso, ja, Gras, ja. Ja, das Gras halt, genau. Müsstest du alles in der Truhe finden. Ah, okay, dann schaue ich gleich. Eigentlich. Dann kann ich vielleicht sogar noch einen Sprinkler bauen. Okay, sehr cool. Ach, das wird so hübsch. Das wird so schön. Ich freue mich gerade. Ja, das wird so schön. So schön, so schlau. Und er hat es immer noch nicht gemerkt, ne? Das ist schon lustig. Irgendwas hast du damit. I will Was? Understand someday. Mal schauen. Fasern sind Gras, ja. Ja, ich vergesse immer wieder, dass Fasern Gras sind. Bei Fasern denke ich immer an was anderes. Mhm, vom Stoff oder so. Ja, genau. Und nicht an Gras. Ja. Ich brauche, glaube ich, noch Kupferbarren. Müssten wir, glaube ich, auch noch welche haben in der Truhe. Nee, da waren keine mehr. Dann guck mal bei mir in meinem Haus in der Truhe nach. Ach so, du hast noch eine eigene Truhe. Ei. Ah. Aha. Mein eigenes. Aha. Stuff. Ja. Dann klaue ich das jetzt. Jo. Aber wir müssen aufräumen. Überall ist Zeug. Nichts ist sortiert. Du kannst eigentlich froh sein, dass wir hier Vivi nicht bei uns haben. Vivi macht immer alles punktakkurat, was Truhenordnung angeht. Okay. Und weh, du hältst dich nicht dran. Oh nein. Dann hast du wirklich deinen letzten Barsch geangelt. Ach, solange du weißt, wo was ist, ist es ja auch wieder okay.
Okay. Ich brauche... Korpfen. Holz brauche ich noch. Okay. Aber da bin ich heute zu ausgelaugt. Das schaffe ich nicht mehr. Ich gehe jetzt auch schon zurück. Sprinkler kann ich noch. Weil ich gehe morgen wieder in die Mine runter. Dann baue ich die morgen. Mhm. Zumal ich jetzt ein Templerschwert habe, was fast so stark ist wie meine Keule, nur schneller. Cool. Es ist sogar stärker, nur es ist schneller. Cool, cool. Es sei denn, du willst das Schwert, dann behalte ich weiter die Keule. Ach, ich brauche eh noch, bis ich in die Mine kann. Passt schon. Was ist denn hier oben passiert gerade? Hm? Ist kaputt gegangen. Was? Da ist einfach ein Feld kaputt gegangen. Keine Ahnung warum. So von jetzt auf gleich. Ja. Ich geh schlafen. Ja, ich pack noch schnell Zeug in die Truhe. Shiva bricht bei Shaso ein. Nein, ich durfte. Yes. War kein Einbruch. War alles gut. Viele Begriffe, aber Fasern. Ja, mei. Ist halt Afaser. Afaser. Du bist, was du isst. So, ich packe jetzt schon mal mein Zeug bereit für morgen. Dann kann ich direkt nämlich losracen. Sprich, ich packe meine Angel ein. Ich packe die Keule ein. Das Eisen, die Köder. Und das Bild können wir ja noch schnell aufhängen. Obwohl es zu groß ist. Das Bild noch auf. Mitten in der Nacht, da kann ich ja nicht schlafen. You know what, das Bild sieht eigentlich so toll aus. Also packen wir es weg. So. Yes. Ja. Für Pilze, die wir einfach mal so finden in unserer Höhle, da cool. Ist es echt geiles Geld. Ja. Die liegen da einfach so. Tag, okay. Jetzt muss ich mich aber ranhalten hier. Huiuiui. Hühnchen! Hühnchen! Da sind sie ja wieder. Oh, die muss man jeden Tag streicheln, damit sie glücklich sind. Oh, nee, heute ist leer. Okay. Wir haben zwei Eier. Eier, wir brauchen Eier. Braucht man nicht auch Eier für ein Bündel? Und jetzt sind sie auch glücklich. Endlich. Ich würde gerne hier drin eine Kiste reinstellen für das Heu. Aber ich habe kein Holz. Ich muss jetzt echt Holz suchen gehen. Also Bäume. Oder wir müssen neue pflanzen. Ja, schlimmstenfalls. Hat sonst hier unser Farmerbedarfladen nicht... Ja, aber wir müssen ja irgendwie... Ne? Ja. Kommen wir ja nicht drum herum. Nur für jetzt halt. Brauch jetzt. Ja, das... Jetzt. Ich habe das Falsche gegossen. Super. Ich muss die Ecken gießen. 55. Es kommt davon, dass wir eins genommen haben mit so viel Wasser. Da gibt's halt viel weniger Wälder. Tja. Okay. So. Hup. Alter, das neue Schwert ist super. Es ist so stark wie die Keule, nur es ist nicht so langsam. Es ist einfach so viel geilerer DPS. So, jetzt habe ich eh nur noch Weizen. Den kann ich hier noch draufhauen. Ja, komm, was soll's. Dann machen wir das ein bisschen größer. Okay. Ach, komm. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt für alles den Dünger brauche. Ich mache ihn einfach immer hin drunter. Warum nicht? Kann schon nicht schaden, ne? So. Ja. Wird schon passen. Slimed. So. Hier noch die Ecken. Oh. Es geht einfach um so viel schneller mit diesem Schwert. Das war die Investition wert. Na dann. Okay. Passt. Ich brauche jetzt Holz. Ich gehe jetzt in den Wald.
Und ich muss dem Sam noch Geschenke machen. Oh. Was? Ich bin ja bei Abby schon durch für diese Woche. Was Ach das echt? Angeht, ja. Ich hab das noch nicht geschafft. Ich war noch überhaupt nicht im Dorf. Ich übernehme das immer direkt so zu Anfang der Woche möglichst. Ah. Ja, ich musste unbedingt alles einpflanzen, weil sonst wird es nichts mehr. Ja, eben. Deswegen erst das und jetzt kann ich auch zum Sam gehen. Jetzt ist Interaktion möglich. Ja. Erst kommt der Hof und dann der Rest. Eieiei. Hey Sonic Soul. Ich bin schon wieder erschöpft, das gibt's doch nicht. Okay. Was machst du denn die ganze Zeit immer? Ja, das ist total anstrengend. Weißt du, ich marschiere hier immer durch die Mine und denke mir so, ja, life's great. Ja, aber das ist sehr anstrengend hier. Alles umgraben, einpflanzen, das ist vielleicht gar nicht so ohne. Was soll ich denn sagen? Um mein Leben kämpfen. Ich werde auch attackiert. Wovon? Von Mücken. Wow. Ja, super definitiv. Gefährlich, du. Was ist, wenn du dir eine Krankheit einfängst? Ja. Oder um Traumfische Price zitieren zu dürfen, was, wenn einer von uns die Masern bekommt? Oder Zecken. Wenn das Gras so hoch ist. Die Fasern. Die Fasern? Ist das hier eine Höhle in der Höhle? Die Fasern sind sehr gefährlich. Swash. Oh, der hat noch gar nicht offen. Okay. Hartholz. Dass wir für viele Sachen denn nicht einfach Hartholz benutzen können, weil das haben wir ja fast schon mehr mittlerweile als normales Holz. Ja. Jetzt finde ich den Sam nicht. Ach komm. Hängt er vielleicht in der Bar ab? Nee, da ist noch gar keiner. Ach, Sammy. Deluxe. Ja. Sammy, der Lachs. Hohe Fasern sind das Schlimmste. Ja, ich sag's dir. Super gefährlich. Stell dir mal die ganzen Zecken vor. Ja, da brauchst du auch ein Schwert. Hatte ich nicht schon eine Leiter? Eine Leiter? Ach so, damit du eine Ebene tiefer kommst. Ja, ich meine, hatte ich nicht eine? Da brauchst du viele Steine. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen. Diese Treppen benutzen. Brauche ich 99 Steine für. Ja, wo ist denn der? Ach ja. Also, Sam, das ist nicht okay. Das finde ich nicht. Da reden wir nochmal. Das finden wir jetzt nicht okay, Sam. Nee, gar nicht. Ich kann doch nicht einen halben Tag nach dir suchen, um dir eine Cola zu bringen. Also, das geht doch nicht. So geht es nicht weiter, Sam. Nee. Ich glaube, diese Beziehung hat keinen Sinn. Wie oft ich das schon gehört habe. Diesen Wortlaut. Ja, doch, so exakt diese Worte. Echt? Das ist nicht so ein Klischee? Nee, das ist nicht mal ein Klischee. Das ist total legit. Okay. Okay, hier ist er auch nicht. Hier sind nur tanzende Äpfel. Sam! Das ist doch hier, also... Musst du so einen Tracker... Kauf dir deine Cola, selber! Musst du so einen Tracker an ihm anbringen. Ja. So ein GPS-Sender. Das wäre voll praktisch. Ich schaue jetzt mal nochmal hier in die Bar. Und wenn er nicht da ist, dann nehme ich mir halt ein Bier. So. Vielleicht hat er auch Whisky. Geht das wieder los? Hat er auch Whisky? Nee, der hat noch gar nichts. Wow. Aber Thermalstiefel. Okay. Nein, ich habe der Emily aus Versehen mein Tor geschenkt. Und sie hat gesagt, sie mag das nicht. Ich wollte nur nicht mit der Axt immer rumhauen, weil ich dann so kaputt bin. Das brauche ich doch noch. Entschuldige, ich mag das nicht. Ich mag das nicht.
Vielleicht ist beim Sam beim Joja-Markt arbeiten. Was? Der arbeitet da? Ich glaube ja. Nein. Diese hinterhältige Ratte. Oh Gott, ich muss ihm sagen, dass er da nicht arbeiten darf. Das ist da ganz scheiße. Kristalldolch. Oh, der Kristalldolch. Oh, der ist so fancy. Den habe ich mal, Andy hatte den mal gehabt und ich durfte den mal ausprobieren. Der ist voll witzig. Okay. Der macht einfach so. Er sticht einfach nur super schnell ab. Das ist total cool. So, jetzt haben wir Ebene 60. Das heißt, ich kann morgen hier Untergrundangeln betreiben. Ich meine, der Move hier. Das ist normales Zustechen, aber das hier ist noch geiler. Das ist so cool. Wer arbeitet denn beim Joja-Markt und lässt jemanden eine Cola holen? Ja eben, die Cola ist ja auch schon Joja-Cola. Ich kaufe die eigentlich auch echt nicht gern. Ich kaufe die nur, weil er die so mag. Und Pizza ist scheiß teuer. Pizza ist teurer als Bier. Also eine Pizza sind, glaube ich, 3 Bier oder so. Wer lehnt denn freiwillig ein Tor ab? Ja, ich verstehe es auch nicht. Echt mal. Also ich würde mich voll freuen. Gerade wenn jetzt die WM wieder losgeht. Da brauche ich 5 Tore. Hä? Achso. Ach ja, es ist Mittwoch. Es ist Ruhetag. Ich habe Sam gefunden. Daheim, in seinem Zimmer. Da war ich schon ein paar Mal, da war er nicht vorhin. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Das wird Zufall. Wahrscheinlich war der feiern. Was für ein Zufall. Natürlich habe ich mich an deinen Geburtstag erinnert. Ja, genau, deswegen bin ich hier. Er hofft gerade, dass eine Spinne ihm nicht in den Mund gekrabbelt ist, als er geschlafen hat. Er hat nämlich eine gefunden. Okay. Jemand muss mal mit Sam reden. We need to talk. Ach ja. Du brauchst einen anderen Job, Dude. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ah, shit, ich bin zu voll. Ach, gut, ich muss das halt erstmal voll bleiben. Hey, Angel. Juhu. Hey. Ah, also kann ich mit der Spitzhacke das hier alles zumachen? Oh mein Gott, wie schön. Ich freue mich gerade total. Weißt oh, du, wann Abby Geburtstag hat? Nö, wurde noch nicht angezeigt. Aber steht in dem Kalender. Eben. Ah, hier. Jetzt sehe ich das hier gerade. Abigail ist relativ häufig abends hier in diesem Grab vorzufinden. Deswegen, ich habe da ja so Vermutung. Am Grab? Ja, an einem Grab. Hier okay. Auf dem Friedhof. Oh. Und wenn man sich das Grab denn mal... Also kann ich jetzt gerade nicht, weil sie da steht. Okay. So, ich bin im Bett. Ja, ich wollte noch mal kurz... Das ist mir nämlich hier schon mal, als ich mit... als wir privat gespielt haben, schon mal aufgefallen, dass man Abigail halt an diesem Grab hier auffinden kann und ja. Okay, interessant. Will ich jetzt mal... Schau mal, Suna. Viel Spaß bei der Besprechung. Dieser Turbo-Move. Nee. Wenn man nämlich sich das Hallo, Grab... Hallo, Swistendo. Hier, wenn man sich das Grab nämlich anguckt, unsere geliebte Mona. Aber sie hat doch eine Mutter, oder? Ja, ja, ne, you know. Oder ist es die neue Frau vom Vater? Das kann sein. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Man minkelt. Minkel, mankel, munkel. Komm mal ins Bett jetzt hier. Ja, ich bring noch kurz mein Zeug weg hier. So. Immer am Trödeln. Brauchen wir gerade alles nicht. Kann weg, bringt Geld. Beziehungsweise, nee, gib her. Ach, das ist die Katze. Meinen ganzen Seetang behalte ich. Okay.
Morgen Höhlenangeln. Höhlenangeln, das klingt nach Spaß. Ja, da halt in also, der Höhle, wo wenn ich... wenn man angeln mag. In der Höhle, wo ich halt jetzt bin, da, ne, ist halt wieder Wasser, wo ich angeln kann. Hui, schlafen! So. Schlafen ist schön. Guck mal, das Ei hat 100... War das nur das Ei? Zwei Eier. Ein Ei bringt 50, okay. Läuft. Ja, passt. Passt, passt. Geld, Geld. Passt, passt, Geld, Geld. Money, bitch. Get money, get rich. Kükeri. Einen wunderschönen guten Morgen. Kükeriki. Da läufst du. Kikeriki. Das heißt Kikeriki. Vielleicht ist es ein türkisches Huhn, wer weiß das schon. Kükeriki. Oh Mann. Okay, ich kann eine Kiste bauen. Endlich, mein Gott. Oh, nein, ich kann keine Kiste bauen. Eine Verdammt. Kiste, ja, mein Gott. Ich muss noch einen Baum ummieten. Eine Kiste, sie zu knechten. Ja, wirklich. Ah, wir haben wieder Eier. Ich habe meine Angel vergessen. Super. Was? Wie willst du Höhlen angeln ohne Angel? Gute Frage. Mit der Hand. Ja, mit der Hand. Ich springe ins Wasser und fetz die Fische dann aus dem Wasser. Ja. Yeah. Das werden die sich zweimal überlegen. Ja, kacke. Dann halt muss ich halt nochmal Holz fällen gehen. Also das ist vielleicht ein Leben gerade. Ein Kleben. Und die Sprinkler sind kacke. Ich muss immer noch nachgießen, weil die nichts taugen. Und das strengt mich sehr an. Vor allem, wenn ich immer daneben gieße. Ja, wenn du daneben gießt, ist ja... Das ist was anderes. Das ist schon sehr anstrengend, du. Allein die Gießkanne halten. Was meinst du, wie schwer die ist? Oh ja. Nicht zu vergleichen mit einem Kampf ums Überleben. Ich hab jetzt nur noch die Hälfte meiner Energie. Ich war gestern in der Höhle, ich bin voll. Was machst du? Das Farmen ist echt anstrengend. Hast du schon mal hier runter geguckt? Ich arbeite hier den ganzen Tag und du kommst nicht mal vorbei und guckst, was ich hier leiste. Ich fühle mich langsam so wie Kratos, weißt du, geht die ganze Zeit in die Höhle. Denkst einfach nur, boy, und dann komme ich nach Hause und der Hof ist gemacht oder so. Ja, und dann musst du dir das Gemecker anhören. So in etwa, ja. Genau so stelle ich mir das vor. Du hast den ganzen Tag Spaß in der Mine. Kämpf um mein Leben. Vergnügst dich da. Wieso habe ich mit Shane schon zwei Herzen, wenn ich ihm die ganze Zeit wirklich literally Schrott gebe? Vielleicht mag der Schrott. Schrottsammler. Ah gut, Abigail, vier Herzen. Awesome. No one can beat me. Ach, ich muss ja dem Sam noch ein Geschenk machen. So, den einen noch. Passt. Höhlenangeln. Höhlenangeln. Oh, ich mach keinen Baum mehr, sonst bin ich schon wieder tot für heute. Verdupp. Aber eine Kiste hab ich geschafft. Okay. Das und diese Kiste, die stelle ich jetzt zu den Hühnchen und da kommt immer das Futter rein. Ei. Weil das ist besser. Weil das so besser ist. Warum ist das so besser? Weil das so besser ist. Wir machen das mit den Fähnchen. So. 60. Mal gucken, was es hier so zu angeln gibt. In den Gewässern hier. Ein Stock.
Okay. Dann einmal den hier. Und da kommt jetzt Futter rein. So. Sehr gut. Oh. Wow, wow. Alter. Come on. Something useful. Ein Bienenhaus. Da brauche ich aber auch Holz. Oh Gott, okay. Hier wird's doch was anderes außer Alge geben im Wasser. Ich brauche unbedingt Kupferbahnen noch. Da muss müsste man in die früheren Dings rein. Der Ebene. Mhm. Weil ich finde nur noch Eisen. Ah, du hast aber Kupfererz bei dir noch zu Hause. Das nehme ich mir mal mit. Ja, tu das. Was ist denn ein Dreher? Ach, das brauche ich für die letzte Angel. Das ist ein zusätzlicher Köder. Cool. Dreher. Oh, Alter. Und dann ist hier ein Fisch und der ist super schwer zu fangen. So, den Rest behalte ich mal. Dann das Kupfererz kommt hier rein. Zack. Ah, komm. Don't fight. Only dreams. Okay, und dann machen wir hier noch ein Feld. Und dann sollte das eigentlich erstmal passen hier. Vielleicht kaufe ich da sogar nochmal Samen. Aber jetzt muss ich gleich erstmal den Sam noch suchen. Schon wieder. Okay, und auf einmal gibt es hier unten doch Kupfer auch. Ach, cool. Dann bring das mit. Ja, das ist ja gerade vor mir gewesen, also von daher. Das wusste ich nicht mal. Wie nett. Ich dachte, ab hier ist nur noch Eisen als Mineral. Ja, vielleicht kommt jetzt wieder alles irgendwie. Ich bin immer noch in derselben, Form von Höhle. Also. Ach so, okay. Deswegen wäre das irgendwie merkwürdig. Ja, vielleicht eine Kreuzung. Eine gefrorene Träne. Perfekt. So. Zieh ab, Geist. Geh weg. Fast. Geh weg, habe ich gesagt. Die Geister klingen aber total deprimiert, wenn man sie tötet. Oh, wenn man sie tötet, ja. Klar, da würde ich auch irgendwie deprimierend klingen, glaube ich. Oh, Alter, musste das sein? Oh. So nach dem Motto. Ich will nur leben. Diamond! Warte mal, das ist blöd. Das machen wir... Alter, mein Inventar ist schon voll, weil ich so viel Schrott jetzt aufgesammelt habe. Ah, ich finde das so hübsch. Ich bin gerade voll happy damit. Maybe the diamonds are not for everyone. Okay, ich brauche noch Holz. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Irgendwie Holz, ne? Egal, was ich mache, ich brauche Holz. Das ist echt schlimm. Okay, ich glaube, ich kaufe mir so eine Vogelscheuche einfach. Ja, ich glaube, das ist gerade einfacher. Wir haben gerade ganz gut Geld. Schauen wir mal, ob der noch offen hat. Bis um 6 hat der, glaube ich, offen. Hoffe ich. Glaube ich, hoffe ich. Nein, er hat schon zu. Oh, bis um 5, glaub. Mann, das gibt's doch nicht. Kacke. Immer die, die man am ehesten braucht. Der will 30 Kupfererze. Hm. Und man kriegt nur 300 Gold. Ach so, aber die Erze kann man dann behalten. Der will sie nur analysieren. Der will die nur mal kurz angucken. Ja, okay. Wollte doch noch was einkaufen. Grrr. Einkaufen. Okay, ich brauche eine Cola und ich brauche den Sam. Ich höre hier unten komische Geräusche. Ich habe schon lange kein Bier mehr getrunken. Das ist gut so. Weil es ist so teuer. Ich brauche das jetzt lieber selber.
Wir werden die besten Bierbrauer in der Stadt. Und auf einmal, ist die Bar hier außer Betrieb, weil wir Besseres machen. Für günstiger. Oh, was macht sie? Die wischt ab, wie süß. Oh, das sieht ja putzig aus. Ich habe der Mutter von Sam vorhin eine Gewürzbeere oder sowas geschenkt und die hat sich voll gefreut. Schleim brauche ich gerade gar nicht. Was ist das denn für ein Ring? Ah, ich habe den Sam gefunden. Das ging jetzt erhöht irgendwie den Radiusaufnahme von Gering. Also das ist ein Magnet drin, weg damit. Nehme ich lieber das mein Hartholz Vater mit. Hat mir etwas über unsere Feinde erzählt. Das Gutoro-Reich, ein skrupelloses Volk. Langsam habe ich echt das Gefühl, wir sind hier im falschen Film. Ja, es ist voll witzig. Ich hätte das irgendwie gar nicht erwartet. Dass da irgendwo so ein Plot hinter ist? Dass da so plötzlich irgendwie hier Krieg und keine Ahnung, am Ende werden wir noch angegriffen und alles ist hier kaputt, was wir jetzt machen. Und dann muss ich gegen irgendwelche Soldaten mit Assault Rifles kämpfen oder so? Ja! Ich bin schon gespannt, ob da irgendwie echt noch mehr passiert. Okay. Ach nee, halt, stopp, da wollte ich ja gar nicht hin. Aber ich bin total kaputt. Ich mach das morgen. Das passt schon. Musst du mehr essen? Jo. Kupferbahn! Stump. Fledermausflügel. Auf Toast. Oh, schon wieder keine Steine. Mhm. Ist hier sonst noch was, wo ich auf die Schnelle einmal abgreifen Gute kann? Gute Einstellung. Meinst du, du findest in diesem Spiel deine Schlüsselkarte? Nein, ich glaub nicht. Was? Ach, ich habe gestern ein Horrorspiel gespielt und bin eine halbe Stunde rumgeirrt, um eine dumme Schlüsselkarte zu finden und ich habe sie nicht gefunden. Das klingt nach Spaß. Ja. Das ist ein Türöffnungs- und Suchsachen-Simulator. Suchsachen. Und es ist so dunkel. Ja. Schon toll. Es ist dunkel. Niemand würde selbst das mit Gamma. Mit Gamma, also ich hatte das ja hochgedreht, aber das Spiel hat das nicht übernommen. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet und plötzlich war es total hell. Und bin kurz rumgelaufen, aber da habe ich auch nichts gefunden. Ja, der Suchsachen-Simulator. Kennt ihr den nicht? Ja, solche Spiele klingen immer nach richtig viel Spaß auf Papier. Mhm. Sachen suchen ist toll. So, ich bin ins Bett gegangen. Ich bin so müde. Der SSS, genau. Ups. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Das muss sein. Offline-Host? What? Ich bin nicht offline. Ach nee, hier, Bilal, nee, danke für den Host. Oh Gott! Minenarbeitsstufe 5. Umwandeln. Was? Umwandeln? Was kann ich denn umwandeln? Toll, wir haben voll viel Geld schon wieder bekommen. Welche Taste? Taste? Oh, irgendwas hat gerade an meiner Schulter geknackt. Das war interessant. Oh, war das Geräusch gerade eben? Ich glaube ja. Oh Gott! Lebst du noch? Ah, Boah, scheiße. Spicy. Oh. Mir fehlt ein Hühnchen. Was? Hier sind doch zwei. Ich schau gleich. Ach, das ist hier drin. Okay, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich sehe doch gerade beide. Ja, aber ich bin reingegangen und da war nur eins draußen. Ach so. Und drinnen war keins, aber das ist anscheinend mit mir zusammen reingegangen. Es ist an dir vorbeigelaufen. Ja, irgendwie Ninja-like. Ninja-Huhn. So ein cooles Hühnchen. Pupsi war das, aha. Immer diese Pupsi. Ah, die sind schon putzig. So, ich habe alles.
Der Baum da drin ist gut, da hänge ich den Zapfhahn da dran. Perfekt. Ich brauche eine Mayonnaise-Maschine. Mayonnaise. So. Jetzt erstmal wieder alles gießen und... Man darf halt einfach nicht dabei erwischt werden, wenn man im Müll rumgammelt. Findest du da wirklich Sachen? Ich habe da mal ein ganzes Baguette drin gefunden. Oh. Und ich denke mir dann nur, Alter, warum schmeißt jemand ein ganzes Baguette weg, wenn es noch totally fine ist? Ja. Weißt du, und dann... Dafür gibt's einen Kühlschrank. Und dann wirst du erstmal gejudged, so nach dem Motto, ja, wie kannst du im Müll rumwühlen? Ich denke mir so, Alter. Linus macht das die ganze Zeit. Und den lasst ihr in den fucking Zelt wohnen, ihr Höhlenmenschen. Furchtbar. Der arme Kerl. Ich bring dem auch immer wieder was zu essen. Da freut er sich voll. Soll ich wo einfach Hast du jetzt eigentlich schon mal hier meine schöne Arbeit bewundert, hier unten? Nee, noch nicht. Ich ernte gerade Pepperoni. Pepperoni. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Was willst du? Ich habe Besseres. Ach, Alex ist auch ein Arschloch. Das ist ja wunderbar. Echt? Ja. Mein Gott. Alter, was willst du, Alter? Schimmer. Ach, ist das der mit dem 3-Tage-Bart? Ich weiß Oder nicht. Oder mehr? Ich glaube, das ist mit der Typ mit der dieser billigen Entschuldigung von dem Bart, ja. Ja, ja, der ist total unsympathisch. Alter. Ich denke mir auch noch so, was willst du denn von mir, du Loser? Ich will nur cool sein mit dir, weißt du, und du benimmst dich gleich, als hätte jemand deine Höschen geschnüffelt. ja, eine Katze. Ah ja. So. Jetzt schaffe ich endlich eine Vogelscheuche. Nein, keine Vogelscheuche. Doch eine Vogelscheuche zu basteln. Ah. Nein, doch. Ah. Nein, doch. Oh. Klassiker. So. Heute schaffe ich aber noch mal in der Höhle was. Das wäre auch gelacht. Okay. Gehst du jetzt erst los? Also weißt du, ich bin schon wieder... Viel weiter. Ich bin schon fast wieder tot hier. Ich muss schon fast schon wieder ins Bett gehen. Weißt du, ich habe hier noch... ich war noch bei meiner Angebeteten. Ich habe noch mal den Strand abgewühlt. Ich habe noch mal Alex gesagt, dass er ein Arschloch ist. Ah ja, okay, das ist wichtig. Also ich habe noch vorher einiges erledigt. Eichhörnchen! Da war ein Eichhörnchen. Ah. Habe ich was zu essen? So, ich glaube, jetzt reicht's. Okay. Jetzt reicht's! Ja, Vogelscheuche! Oh nein, aber für den Zapfhahn brauche ich auch nochmal Holz. Oh Mann. Ich guck mal, vielleicht finde ich ja wieder was. Wieso braucht man... Also ich brauche eine Holzmine. Eine Holzmine? Das nennt sich Baumarkt. Ja. Eine Holzmine. Du bist mir... Aber ich schaff das. Heute schaffe ich das. Und wenn ich nochmal baden gehen muss, das nehme ich in Kauf. Oh shit. Wo ist der Weg? Ihr kennt mich zu gut. Jetzt habe ich endlich Vogelscheuche mir richtig gemerkt und gesagt. Und natürlich wird sofort im Chat geschrieben, Heuschrecke. Heuschrecke. Ich habe so oft schon statt Vogelscheuche Heuschrecke gesagt. Ich weiß nicht, wieso. Passiert. Oh, hier steht eine, die verkauft Sachen. Sandfisch. Aha. Ein großes Ei. Ein Bär. Wie süß. Moment, wo bist denn du gerade? Ein Heiratsring. Ach, hier ist so eine Zigeunerin. Ach, da beim Zauberer unten. Ja. Ja, da hat Hol mir von erzählt. Die ist immer so ein paar Tage immer mal da und verkauft Sachen, wo ziemlich selten sind. Ich habe mir so eine Heiratsurkunde oder Heiratsring-Rezept gekauft. Ah. Weil ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht eines Tages sein. Ja.
werde ich das brauchen. Was wer bist du? Was? Slimed. Platze, das klingt super. Mach das. Ich brauche aber roten Quarz. Was für Quarz? Roten Quarz. Ach, roten. Okay. Ja, ich suche hier die ganze Zeit nach roten Quarz, damit ich hier... Wenn du das so schnell sagst, hört sich das an wie Hodenquarz. Hodenquarz. Jedes Mal. Ich brauche Hodenquarz. Ich brauche Hodenquarz. Hey Kinder, habt ihr Hodenquarz gesehen? Die gute Sorte. Fuck. Ach, geht doch. Sollen wir es ihm wieder hinstellen? Ich glaube, er merkt's nicht. Mein Flamingo oder was? Meinst du mein Flamingo, oder? Wovon redest du? Ich weiß nicht, wovon redest du? Nein, dein Fuß ist dumm. Alles gut. Oh, DIY. DIY, cool. Jetzt kannst du einen eigenen YouTube-Channel damit aufmachen. Ja, jetzt darf ich. Ich hab den Zapfhahn an den Baum gemacht. Sehr cool. Nur nicht vom Harz naschen. Vielleicht macht's ja Spaß. Harz zu essen? Ja. Das bezweifle ich. Schauen wir mal, wie es mir dann geht. Ich hab grad echt Pech, was die weiteren Wege in der Höhle angeht. Okay. Ich muss immer voll viel Steine kaputt machen, wo meine Energie dann immer richtig bei Flöten geht. Theoretisch könnte ich morgen mitkommen in die Höhle. Das ist cool. Ja. Ich will auch die ganze Zeit, aber es musste erstmal hier alles auf Vordermann gebracht werden. Aber am Wochenende habe ich dann eigentlich sogar Zeit für die Höhle. Ja, mal gucken. Also ich müsste ja... Also jetzt müsste ich sowieso noch eine Etage schaffen, weil das sonst ganz ein bisschen doof wäre. Was würde Freud jetzt dazu sagen? Hab das auch so verstanden. Sehr gut. Was würde Freud zu Hodenquarz sagen? Ja, Hodenquarz. Venus Knight. Zwergenschriftrolle. Ich frage mich immer, wo die Zwerge herkommen. Sie hat Penis gesagt. nee, warte, das machen wir so. Ist es besser? Ja, das ist viel sinnvoller. Zur Not fresse ich noch die eine Schokotorte, die ich hab. Lecker. Dann habe ich wieder Energie bis zum Abwinken. Lecker. Amethyst. So. Futter. Ich weiß, das sieht seltsam aus, was ich hier mache. Aber gleich nicht mehr. So. Erstmal eine ganze Torte verdrücken. Das finde ich immer so gut, wie du deiner Mine sitzt und deine Torte isst. Erstmal so eine ganze Schokotorte fressen. Ja. Oh Gott, ich bin total kaputt. Oh, und das sieht noch so kacke aus. Okay, eine Etage muss ich noch. Okay, jetzt muss ich ins Bett. Gute Nacht, den Rest mache ich morgen. Ja. Und dann gehe ich in die Mine. Die Katze dahin. Oh Scheiße, ich hab vergessen, der Katze Wasser zu geben. Schon die ganze Zeit. Und du? Was? Hast du der Katze was zum Trinken hingestellt? Ich bin allergisch gegen Katzen. Ach so. Aber das beantwortet nicht die Frage. Sicher? Nein. Sicher, dass es die Frage nicht beantwortet? Ich finde nämlich, dass es sie beantwortet. Naja. Nur weil du allergisch bist, heißt es ja nicht, dass du sie umbringen musst. Von umbringen war hier auch nie die Rede. Wenn du ihr kein Wasser gibst? Das ist indirekter Mord. Hallo, Lord Hähnchen. Ja, die arme Katze. Du musst, die läuft hier ja total frei rum. Der Becher steht ja ganz woanders. Den kannst du schon füllen. Meine Güte, wir haben so viel Wasser in unserer Nähe. Ja, aber das kann die nicht. Das kann
Da ist sie zu doof. So viel zu. Bin noch mal aufgestanden. So viel zum Thema Katzen sind intelligente Wesen. Call Bullshit. So, das machen wir jetzt hier noch weg. So. Komm, ich muss nur noch einen Weg nach unten finden. So, perfekt. Und die Hühnchen sind hoffentlich noch da. Ja, gut. Oh. Yes. Ah, das ist voll hübsch. Oha. Hilf mir. Oh, Meisterschleuder. Weil hol dir ja immer die Schleuder so scheiße finde und ich finde die eigentlich total witzig. Ich habe noch gar nichts mit der Schleuder gemacht. Es macht Spaß. Es ist. Braucht man da nicht Munition irgendwie? Steine. Ach so, einfach Steine. Okay. Ja, nimm Steine. Die muss man nicht irgendwie behandeln. Nö. Keine Ahnung. Okay. So, jetzt gehe ich wieder ins Bett. Passt. Das ist cool. Ich schmeiß einfach Steine. So, das heißt, jetzt haben wir nächstes Mal schon Stufe 70, wo richtig cool aussieht. Also ja, das wird morgen Adventure. Oh ja, das wird cool. Adventure Time. And hey, your friends. Du bist ja eh noch in der Mine. Ich beende mal den Tag. So. Ich schlafe. Ich bin auf dem Rückweg. Okay. Bin sogar schon wieder auf dem Hof. Aber macht nichts. Ich kann die Zeit nutzen, bis du kommst. Und bin kurz kleine Shivas. Ja. Okay. Komm, schmeiß welche. Ach, vorbei. Just squeak. Squeak. Effektivität und Wildbären. Okay. Kriegerring. Fancy. Na doch. Da wir jetzt eh warten müssen, gehe ich jetzt auch einmal schnell auf Klo. Sekunde. So. Ah. Da bin ich wieder. Hallo? Keiner da. Kann mal wer was schreiben? Bier, was? Wunderbar, danke. Okay. Keiner da? Okay. Bot spielt nicht mit. Ich hatte ihn aber angemacht vorhin. Das ist ja komisch. Ach so, er ist auch weg. Ah, okay. Ich musste auch jetzt kurz auf Toilette. Ah, perfekt. Konnte gerade den Chat nicht sehen. Okay. So. Ich habe ein Level Up übrigens. Geil, ich voll auch. Cool. Was kann ich machen? Meine Axt ist besser und ich habe eine Verbesserung auf Wildbeerenernte. Ah. Ach, du auch. Und ich kann den Kohlebrennofen jetzt auch herstellen. Cool. Geil, Brennofen. Noch mehr Holz verheizen.
Ja, nein. Scheiße. Yay. 20. Tag im Sommer. Bald haben wir Winter. Naja. Kikeriki. Ja, der Herbst noch und dann, ich will endlich Schnee haben. Ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdboden, Alkalinität und Nutzpflanzen Fructosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Ja, cool, ich habe noch eine. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Das sieht ja echt fancy hier unten bei dir aus. Ja, sag ich doch. Voll viel Arbeit gemacht. Das ist gar nicht zu schätzen. Doch. Und bei den Hühnchen habe ich jetzt einen besseren Zaun hingemacht. Damit die Hühnchen nicht so weit Hühnchen sein können. Ja, nicht, dass die abhauen. Abhühnchen. Abhühnchen. Quatsch. So. Immer schön streicheln und füttern. Frostgelees. So. Och, easy. Nicht abbauen. Okay. Mm. Oh! Mais! Ich konnte Mais ernten! Ja. Er ist noch hier oben. Ich warte mal noch, bis der Markt auf hat, dann gehe ich da einmal kurz rein. Ja, ich muss noch gießen und dann kann ich in die Mine kommen. Ja, wir treffen uns dann da. Ja. Nimm am besten, weil die Ecken macht der Sprinkler nicht. Dann nimm aber am besten irgendwie noch so eine Waffe aus meiner Truhe mit, die ich da über hab. Okay. Sonst könnte es ein bisschen tricky werden, glaube ich. Pepperoni. Ich glaube, ich muss auch was zu essen mitnehmen. Ja, doch. Wieso geht denn hier eigentlich alles kaputt? Ach so, weil hier gar nichts war. Ich bin blöd. Alles kaputt. Habe ich gar nichts hingepflanzt. Hm. Okay. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Okay. Ich verkaufe ein paar Pepperoni. Und das andere nicht. Ach, und die Eier. Eier, Eier, Eier. So. Okay, das brauche ich eigentlich alles nicht jetzt oben in der Mine. Eigentlich brauche ich nur was zu messen. Zu messen? Was zu messen. Und ja, vielleicht noch eine Kiste. Bist du schon oben? Nee, ich muss noch, ich gehe noch mal kurz zum Schmied und dann gehe ich hoch. Okay, dann macht's ja nichts, dass ich trödle. Ach, das ist ein Holzzaun, ich wollte Holz. Ah, hier. Ich brauche 5 Holz mehr. Toll. 5 mehr Holz. Ich nehme mir mal eine Waffe von dir. Ja. Wie gesagt, die da jetzt rumliegen, die brauche ich nicht mehr. Stufe 3, 27 Schaden. Stufe 9. 10 Schaden. 27. Ich nehme den. Warte. Ich nehme mal diesen komischen, diese Bleirute. Ja, genau. Das ist halt das Ding, was stark ist, aber halt ein bisschen langsam. Ah, okay. Ja, ich teste es mal. Gut. Dann brauche ich eigentlich nur noch 5 Holz. Gewerbesteuer. Also, ich dachte, wir sind hier alle cool. Aber offenbar nicht. Nee, es hat er ja auch gesagt, dass der Gouverneur irgendwie so hohe Steuern denen auferlegt. Und dass sie gehofft haben, dass sie ihn mit der Suppe besänftigen können oder so. Natürlich, he's an asshole. Mhm. Der sah ja auch schon so aus. Ja, weißt du, wenn er schon aussieht wie so eine Kartoffel. Ja. Genau das. Wer aussieht wie eine Kartoffel, kann kein guter Mensch sein.
Kartoffelmensch. So. Nein! Hm? Ach komm! Ich hab den Baum gefällt und dann ist er irgendwie das ganze Holz ins Wasser gefallen. Ach. Ganze Arbeit für die Katz. Ah, hier sind noch ganz viele Bäume. Okay, das merke ich mir mal. Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht in die Mine? Ja, ja. Aber ich wollte eigentlich noch eine Kiste haben, die ich oben in der Mine hinstellen kann. Weil dann könnte ich immer meine ganzen Sachen da oben reinpacken, die ich eigentlich nicht brauche. Ah. Und dann, wenn ich fertig bin, wieder rausholen. Das finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Ja, doch. Ich lege schon mal los. Also ich gehe schon mal auf 70 und start rocken. Okay. Huh, es hat geruckelt. So, neue Etage, neues... So, ich bin auf dem Zeug. Weg. Neues Kruppzeug. Shiva knippelt alle weg. Ja, schauen wir mal. Ich kenne den Knüppel ja noch nicht. Mit dem blockst du halt auch nicht, sondern mit dem hast du halt so einen derben Angriff. Mhm. Aber ich block ihn nie. Also. Ja, aber jetzt brauchst du es nicht blocken. Also von daher hast du jetzt einen besseren Angriff Perfekt. Damit. Perfekt. Ach, irgendjemand wollte doch die blöde Melone. Demetrius. Ah, der steht doch hier. Dann gebe ich ihm die noch. Bin noch gerade an ihm vorbeigelaufen. Wo ist er denn jetzt? Die Was ist Nuss. Das? Ah. Na komm, wo ist der Weg nach unten? Ja. Vielen Dank. Perfekt. Come on, ey. Gerne, gerne. 550 haben wir dafür bekommen. Cool. Zur Hintergrundmusik bewege. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich bin immer so gegangen. Ich hab da immer nur das Zelt gesehen, deswegen ist mir das nie aufgefallen. Ja, super. 50% Energie wieder, Lustig. Weil ich den scheiß Weg wieder nicht gefunden hab. Oh. Okay, aber ich bin jetzt auch fast da. Also ich bin schon oben und pack gerade noch meine Sachen in die Kiste. Golderz. Nice. Das nehme ich mit, das kann ich essen und das brauche ich eigentlich alles nicht. Mein Schwert macht nur 8 Schaden. Eine Torte habe ich noch. So, okay. Ach, Quatsch. Ach, okay. Fuck, ist das wieder... Oh, es ist ein Skeleton. Oh, 70 schon, okay. Krass. Ja, ich war... Hier ist ja eine Kiste. Meisterschleuder. Wie gesagt, die ganzen Belohnungen kannst du dir jetzt im Nachhinein einfach abholen. Ah, cool. By the way, ich konnte mir doch so einen Kriegerring machen. Ui. Oh, Hallo. Da. Hi. Kannst du mal nach dem Ausgang suchen? Ich habe jetzt schon wieder kaum Energie. Okay. Muss mal ein bisschen Seetang fressen. Oh. Okay. Gut, dass ihr noch so viel... Was? Was? Hallo? Nein! Iss mal deinen Seetang selber. Schaut mal, das sieht aus, als könnte man da eine Bombe hinlegen. Ja, ne? So Legend of Zelda mäßig. Ja! Wo kommt die Fledermaus her? Hm. Oh, come on. Es gibt keinen Weg. Ja, ich merk schon. Hier! Hast du? Hab ihn, ja. Wo bist denn du? Runter! Ach, da. Auf einmal sind hier Gegner, gerade war. Oh, Skelette. Aua! Aua, aua, aua. Oh, immer. Ja, gleich zwei Ausgänge. Bist du runtergegangen schon? Ja, klar, da waren so viele Gegner. Ja, okay, warte, dann loote ich die Etage hier noch aus. Okay. Ich suche hier den Ausgang. Genau.
Aber hier ist nicht mal was. Hier auch nicht wirklich. So leer alles hier. Ich hätte gedacht, das wäre alles hier jetzt bedrohlicher, voller, gefährlicher. Ja, irgendwie nicht. Aber irgendwie... Nothing. Norm. Ich esse mal meine Blumen. Ja. Why not? Aber mein Charakter wird auch schnell müde. Ja, das macht das hier, das Steinehacken. Irgendwie bringt das fast gar nichts. Ich esse mal noch mein Ei. Crunch. Ja, das hat ein bisschen was gebracht. Na gut, wir müssen auch nur noch eine Etage. Komm schon, der eine... Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich hab ihn. Bei mir bist du gerade Ghost-Style einfach erschienen und dann wieder weg gewesen. Wer Co, der Co. Ah, da. So, ich nehme mal meine Sachen wieder mit. Perfekt. So, und ab nach Hause. Na, die Etage gucken wir nochmal an. Vielleicht liegt da hier noch was. Rein zufällig. Ich bin schon total müde, ich muss heim. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ganz schnell. Aber, nee. Sieht nicht so aus. Ach, fuck. Tatsache jetzt. Oh, ein Video. Bei dir auch? Hä? Nö. Ich habe ein Video. Wo? Für wen? Für der was? Linus, der durchsucht gerade den Müll. Ah, das hatte ich letztens. Das hatte ich das eine Mal gehabt. Ah, das ist das gleiche, oder wie? Schätze ich mal. Triggert man es unterschiedlich. Sieht so aus. Die Waschbären sind schon wieder unterwegs. Diese Strolche. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diesen Waschbären für mich verjagen? Danke und jag einen ordentlichen Schrecken ein. War das bei dir auch mit dem Waschbär? Ja. Ja. Okay. Oh, der Arme. Ich war es. Es tut mir leid. Oh nein. Du bist hier gerade voll durchs Bild gefetzt. Er hat eine Menge frisches, warmes Essen gefunden, die sonst verschwendet wären, wenn er sie nicht nehmen würde. Oh mein Gott, er tut mir so leid. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Das hier ist Georges privates Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Get a job! Also ganz ehrlich, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Danke, Eroshiva. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. But still get a job. Oh mein Gott. Oh, es ist traurig. Ich mag den irgendwie voll. Ja, doch, der geht. Der geht durch. Wie er sich erschreckt hat gerade. Oh nein. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Oh, wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Der Gast ist ja auch voll okay. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinara-Soße. Komm schon, nimm ihn. Ach, süß. Du hängst jetzt mitten in der Cutscene. Ich frage mich ja, wo du gleich rauskommst, weil du hast nur noch 20 Minuten. Scheiße. Oh nein, jetzt fall ich wegen der Cutscene hier um. Ach komm, das ist doch nicht fair. Shiva ist zu lieb. Ja, anscheinend. Stell mal vor, du wärst während der Cutscene umgekippt, so. Ja. Such dir mal einen richtigen Job, TM.
Get a job. Natürlich habe ich dich bemerkt, Verbalus. Oh Mann. So, den Sonntag noch. Und dann muss ich weg. Oh. Jo. Ah. Ich hab Post. Wir haben. Ach so, ja. Ein Jojo. Oh nö. 753. Wie viel? 753. Alter. Was ist denn das für ein Verein hier? Drecksverein. Nur weil mich der Linus wachgehalten hat. Ah, scheiße. Dun, 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 dun. Geht's dir noch gut mit deinem Hals? Mir? Ja. Ich bin okay. Oh, wow. Ich werde jetzt aber mal was anderes machen, warte mal. Weil jetzt nochmal in die Mine zu gehen wäre doof, weil ich auf halber Energie bin. Ja, ich auch. Ich muss erstmal zu den. Kauf dir die Angel. Nee. 7500 ist eine Menge Geld. Upsi. Ich habe andere Sachen, die ich erstmal erledigen möchte. Zumal so dringend brauche ich diese Angel jetzt nun auch noch nicht. Eine Kasse. Was? Regenbogen. Ja, eine Regenbogenforelle. Nee. Habe ich nicht. Voll schön. Die legen immer fleißig ihre Eier hier hin. Oh, jetzt habe ich das mitgenommen. Blöd. So. Man kann Leute mit der Schleuder tatsächlich anschießen und dann mögen die einen nicht, mögen die einen weniger. Ich habe gerade Alex mit der Schleuder beschossen. Sag doch mal so, nimm das. Mach das bei Sebastian. Nimm das, du Wichser. Oh, ich glaube, mein Heu ist fertig. Perfekt. Benötigt Dein Heu Sense. Ist fertig. Ja. Mein Weizen. Ah, okay, Weizen ist das. Alles klar. Und noch mehr Peperoni. Schön. Soup. Ist das ganze Zeug noch, das ist sogar noch da. Okay, habe ich gerade nicht. Toll. Ja, ich hab's auch überlegt, ob ich heute denn hiernach noch weiter stream. Aber ich glaube, ich lasse es für heute lieber sein. Ja, sonst hast du morgen keine Stimme mehr. Nee, meine Stimme ist es weniger. Mir schlägt das einfach so unglaublich auf den Kopf. Ah, okay. Weißt du, wenn man denn, ja. Wenn man denn sowieso schon so beschissen Luft kriegt, sag ich mal, dann ist das immer so eine Sache. Dann geht mir das immer unglaublich schnell auf den Kopf. Ja, klar. Nee, ich glaube, das ist ganz gut, wenn du dann auch ein bisschen dich ausruhst und Pause machst. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hasse das immer, wenn ich so die ganzen, wenn ich so Lückentage habe, weißt du? Mhm. Ich hab das immer. Hast du ja nicht. Hast du ja jetzt was gemacht. Hab ja was gemacht. Genau. Du hast das Bedürfnis, in eine Erkundungstour zu gehen, Schorstude? Hat den Erfolg ein neuer Freund erhalten, aha. Hab ich jetzt mit wem bist du jetzt Ja, fünf Sterne mit Abby. Und ich kann ihm wieder Geschenke machen. Ich habe 4 mit Sam und ich habe ihm die Woche noch nichts geschenkt. Ich hab's voll verplant. Was macht der alte Sack hier? Nächste Woche wieder. So, ich hatte mal einen Pullover nicht wie früher. Naja, stimmt, mit ihr kann ich noch nicht schnacken. So. Magst du? Dann die Eier. Das ist ein furchtbares Geschenk. Alter, du bist ein alter Sack. Du darfst nicht wählerisch sein. Das ist echt gemein. Wer sagt denn sowas? Das ist ein furchtbares Geschenk. Der alte Sack. Nett. Oh, ich habe voll viel Zeug für die für Bündel. Das tue ich mal weg. Okay, ich werde jetzt nämlich zusehen, dass wir ein... Besser auskurieren, ja. Dass wir ein Immer. Goldbarren noch fertig kriegen, damit wir das einmal als Bündel abgeben können, damit es eigentlich mal fertig ist. Das geht mir auf den Keks hier die ganze Zeit. Ja, ich habe ganz viel Zeugs auch, was ich jetzt noch hinbringen kann. Melone und Weizen und Mais. Deswegen brauche ich noch? Ja, einen noch. Was hast du gerade gekauft? Golderz. Ah, okay. Damit ich hier das fertig machen kann. Ach so. Okay. Jetzt kann ich einen Goldklumpen zusammenschmelzen und den dann da abgeben. Mhm.
Ach, Brombeeren braucht man da, okay. Dann bin ich hier falsch, dann war das oben. Das hat wehgetan. Was ist los mit dir? Was hat wehgetan? Das hier? Oh nein, ich brauche da 5 Mais. Oh Gott, okay. Und auch noch im perfekten Zustand. Das hat wehgetan. Was bist du für ein Pussy, Alter? Naja, mit einem Stein. Ach. Ah, hier. Dieser Loser, sah sie mal nicht so anstellen. Das soll sie mal nicht so anstellen, dieser Weichkeks. Ja, Sebastian? Nee, Alex. Ah. Die ist eigentlich zu gut, aber egal. Passt schon. So. Huch. Ah, ich glaube... Bei Stufe 5, müsste ich denn mit Abby denn nicht ein neues Dings kriegen? Ja. Neues Event irgendwie? Aber da brauche ich 10. Oh Mann. Ich guck mal, wo sie hingeht. Okay. Nee, das ist doof. Dafür habe ich nichts. Okay. Hi, du. Was kostet denn der nächste Tresor? Tresor? 5000, glaube ich. 10, 25 und 5, ja. Soll ich einen kaufen? Oh ja. Wo geht sie hin? Ja. Ja, mach mal. Okay. Damit wir mal wieder einen voll haben. Katzi. Wir haben... Qualität. Ihr stinkt. Ach, das hattest du doch mal, dieses... Ja, mit dem Kanal. Was läuft wie Kanalisation erkunden? Ein Schlüssel. Wo ist der Gunther? Oh Mann, der ist doch scheiße. Der großen rostigen Schlüsseltasche, gruselige Kanaluge. Oh ja, geil. Matsch, matsch, matsch. Matsch, matsch, matsch. Was ist da drin? Bewegt sich? Meine Güte. Lass das mal den Höhlenabenteurer machen. Ja, vielleicht können wir irgendwann in den Kanal noch. Das wäre so cool. Dafür bräuchten wir Gunthers Schlüssel. Ja, den müssen wir klauen. Auf einmal habe ich einfach nur Schiss und spring. Hast du jetzt gerade so viel Geld ausgegeben? Ja. Ach so. Für das Bündel. Ach ja, stimmt ja. Hatten wir ja gesagt. Nee, sorry. Ich hab da gerade nicht... Was? Ich hab das nie zugestimmt. Hä? Wo ist sie hin? Mich würde gerade zu sehr... Mich würde zu sehr interessieren, wo Abigail hin ist. Wieso? Wo war sie denn gerade? Sie ist hier Richtung Wald gegangen, aber... Ist hier nicht. Und dann mehr. War sie weg, oder wie? Ja, dann habe ich ja die Cutscene bekommen. Ah, und dann ist Zeit vergangen. Da ist sie jetzt wieder ganz was anderes wahrscheinlich. Ja. So, damit sich das Baden auch noch richtig lohnt. Fäll ich noch einen Baum davor. Ich guck mich hier mal ein bisschen um. Hütte. Ach, die Huthütte. Jetzt weiß ich wenigstens, wo wir hin müssen, wenn das nächste Mal kommt, dass hier ein Zug durchfährt, wo wir ewig gesucht haben. Ach so. Ja. Hier sind Gleise, also ich denke mal, der fährt dann hier. Ich habe keine Ahnung, wo Abigail hin ist. Musst dir noch was schenken? Nee, habe ich schon. Okay. Das habe ich ja schon, aber es hätte mich interessiert. Mhm. Was sie so im Wald macht. Vielleicht trifft sie sich ja mit dem Zauberer. Oder dann mit... spielen sie da Gitarre. Oder mit Sebastian. Oh nein. Ich habe immer noch keine 50. Eisenbahn brauche ich dafür, okay. Stein, Erdkristall, Kupferbahn. Blub, blub. So ein Bad wäre auch geil. Ja, voll. So, jetzt muss ich damit warten, bis das fertig ist. So beruhigend schön. Kohle und gefrorene Tränen. Ja, ich immer nicht verkauft. Ups. Oder haben wir die noch? Nee.
Shit. Hm? Die gefrorenen Tränen, die brauche ich für ein Rezept, ist mir jetzt aufgefallen. Ach, und die hast du immer verkauft? Aha. Ja. Wir finden neue. Stein und Kupfer. Haben wir Kupfererze? Nee, ne? Nicht viel. Ja, haben wir gedacht. Scheiße. Nee. Ah, shit. Hab ich verwendet. Sonst hätte ich noch ein paar Öfen mehr hergestellt. Hm. Einfach, um das mal ein bisschen anzukurbeln. Ja, aber wir haben ja auch kein Erz, was wir da reinschmeißen können, oder? Ich habe 84 Eisenerz noch. Ach so, ich brauche Eisen. Ich hab die ganze... Ah. Ich sag doch die ganze Zeit, ich hab Eisen. Ich pack das doch immer in die Truhe. Ach so, du hast das schon gemacht. Ich dachte, du warst noch nicht so weit. Okay. Beziehungsweise, alles klar. Du kannst auch die Erze nehmen, die Kohle und das Ganze in den Ofen schmeißen. Ist es nicht in deinem Inventar? Nö, das habe ich eigentlich immer die ganze Zeit in der Truhe gehabt. Okay, als ich geschaut habe, war nichts drin und dann habe ich irgendwie nicht mehr geguckt. Alles klar. Okay. Ruhig. Na, ich warte jetzt gerade nur, dass der Goldbahn fertig wird, damit ich den hier Dings machen kann, abgeben kann. Mhm. So, fit in die neue Woche. Hallo Abby! Wo kommst du denn her? Ja, das freut mich auch. Ich wollte eigentlich wissen, wo sie... Die kommt hier aus dem Wald. Aus dem Wald irgendwo, ja. Ja? Zum Strand würde ich wollen. Jetzt läuft sie. Die redet noch mit mir, aber sie ist schon weg. Oh, ich hasse es, wenn Leute das tun. Wenn sie mit dir reden, aber ganz ich woanders hingehen. Heim. Komm, ich will wenigstens noch ins Gemeindehaus heute, auch wenn es spät wird. Aber das Gold wird einfach nicht fertig. Wo ist denn das Rezept jetzt eigentlich, das ich mir gekauft habe? Das ist irgendwie weg. Komm, Mann, wie lange braucht denn Gold, ey? Schweinerei. Ah, ich hab mich hier irgendwie Bist du das immer? Ich höre so komische Geräusche hier. Nee. Ha. Hoffe ich. Ist das Gold mal fertig? Meine Fresse! Wie lange braucht denn das? Fasern. Die guten. Jetzt sag mir nicht, das brauchst so lange wie... Ich schaff das heute nicht mehr zum Gemeindehaus. Musst du nach dem Tag wirklich los? Ja, leider. Das heißt, ich muss jetzt bis zum nächsten Mal warten, um zu wissen, was mit dem Bündel passiert. Ah! Ja! Oh, das ist doch... Oh, Cliffhanger-Action. Was ist das für ein Geräusch? Vor allem, hast du das? Ja. Oh, okay. Vor allem zwei... Eisenerz fuhren. Ja, geht doch. Wunderbar. Dann lauf! Nee, das schaffe ich doch nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Dann hol mich die wieder vom scheiß Kommerzmarkt und dann ist wieder Sense. Vom Kommerzmarkt. Ich weiß gerade nicht, was ich verkaufen darf. Ich behalte es mal lieber. Ich habe auch rausgekriegt, wenn man zu viel Eisen hat, also so viel, dass man das gar nicht alles irgendwie verbauen kann. Eisen ist auch ziemlich wertvoll, kann man also auch gut verticken. Wenn man genug über hat. Aber so viel, also ich brauche immer noch das ganze Eisen, deswegen. Deswegen habe ich ja auch jetzt eben gerade noch alles eingeschmolzen. Ja. So, Tag vorbei. Und ich muss leider los. Das ist so schade. Aber es sind genau 3 Stunden gewesen. Ja, doch. Aber leider, ja. Also werden wir nie erfahren. Oder beim nächsten Mal erst. Nie werden wir es erfahren. Beim nächsten Mal. Oh, und beim nächsten Mal? Ich sehe das jetzt erst. Ich habe 3 Fähigkeiten auf Level 4. Ich habe Kampf auf 4, Sammeln auf 4 und Minenarbeit auf 4. Sprich, beim nächsten Mal 3 Fähigkeiten Level 5 erstmal total übertreiben. Ich habe 2 auf 4. Abby ist bei mir auch auf Hofarbeit und Sammeln. Auf Level 5, das ist wow. Sam ist bei mir auf Level 4. Dinge, Dinge eskalieren. Ja, Dinge geschehen. Zurück zum Titel, ja, leider. Ah, und bei
beim nächsten Mal werden Sie sehen. Wie wird es mit Sam weitergehen und mit